Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 161, heute als Lage live aus dem Speicher 10 in Münster. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Münster. Ganz herzlichen Dank. Ja, schön, schön, dass ihr da seid. Es ist jedes Mal ein, ehrlich gesagt, ein ganz, ganz tolles Gefühl, in diesem Raum zu stehen und zu sehen, wie viele Menschen mit uns zusammen podcasten. Ganz ja, toll. Vor allen Dingen auch, wie das vorhin auf Twitter jemand meinte, ist schon irre zu sehen, wie viele Leute kommen, um zwei Männern zuzuhören, die sich unterhalten. Versteht man nicht, ne? Nee. Versteht also, man nicht. Das kann man ja schließlich auch zu Hause. Okay, so. Genau. Also deswegen Stream klicken. Nein. Genau, also bevor es losgeht, wie immer, so ein paar Hausmitteilungen. Stream läuft, hoffe ich, ne, für die Abonnenten und Abonnentinnen. Ich gucke noch ein letztes Mal auf Twitter. Könnt ihr ja, wenn ihr das nächstes Mal nicht miterleben wollt, euch klicken. Das Feedback ist positiv, ist kann positiv. Ich sagen. Okay, ja, auf Twitter ist alles noch alles easy. Gut. Okay, könnt ihr euch klicken bei Küchenstudio-Plus. Ihr könnt uns auch folgen, das haben irgendwie 1.500 Leute das am letzten Mal gemacht bei Instagram. Da gibt es Fotos von dem, was ihr seht, wenn ihr die Lage hört und das an Lage der Nation schickt. Das ist unser wie sagt man da, unser Account, unser Handle. Auf Insta. Ich habe gehört, das heißt nicht mehr Instagram. Nee. Das heißt jetzt Insta. Also auf Insta heißen wir Lage der Nation und falls ihr uns folgen wollt, ist das auch deswegen so nice, weil man da, ich glaube, ab 10.000 Followern darf man Links posten. Wir könnten dann zum Beispiel auf die Lage verlinken. Ja, das könnte ja ein Nutzungsvorteil sein für viele Menschen. Insofern klickt euch da rein und helft uns über diese Hürde hinweg. Werbung. Über Politik kann man nur sinnvoll reden, wenn man auch ihre rechtlichen Hintergründe versteht. Was steht drin im lang erwarteten Brexit-Deal? Weshalb drohen mit der Urheberrechtsreform auch Upload-Filter? Und warum eigentlich war die Autobahnmaut nochmal europarechtswidrig? Die obersten Gerichte prägen nämlich in Deutschland die Politik inzwischen ähnlich stark wie die Regierung und der Bundestag. Und deshalb sollten wir uns auch für die Entscheidungen der Gerichte genauso interessieren. All diese Themen behandelt der Einspruch-Podcast, der wöchentliche Podcast der FAZ für Politik, Recht und Justiz. Dort werdet ihr viele der Themen wiederfinden, die ihr auch aus der Lage kennt, allerdings oft mit einer etwas anderen politischen Bewertung und auch mit reichlich Streit zwischen den beiden Moderatoren. Wenn das für euch interessant klingt, dann sucht mal in eurer Podcast-App nach FAZ Einspruch und hört mal rein. Wer noch tiefer gehen will und Zugriff haben will auf alle rechtlichen Texte der FAZ-Redaktion und außerdem Gastbeiträge lesen will, namhafter Gastautoren, dem empfehlen wir die Einspruch-App für Smartphone. Wenn ihr also mehr darüber erfahren wollt oder ein kostenloses vierwöchiges Probeabo abschließen wollt, dann geht mal auf faz.net/einspruchprobe. Nochmal faz.net/einspruchprobe. Werbung. So. Und da sind wir schon wieder zurück aus der Werbung. So schnell kann das gehen. Ja. Und wir schauen, das ist ja schon fast ein guter Brauch geworden, so täglich grüßt das Murmeltier Boris Johnson. Wir gucken über den Ärmelkanal nach London und auch ein bisschen nach Brüssel, denn da gab es gute Nachrichten. Oder ja, jedenfalls gab es mal Nachrichten. Es gab Nachrichten und die waren auch überraschend gut. Also da war ja dann diese lange Diskussion, kann Boris Johnson noch einen Vertrag mit der EU aushandeln, um nicht hart aus der EU rauszufallen. Genau, wir erinnern uns, da gab es so einen Brexit-Termin. Ne? Genau, am 31. Oktober, da haben wir quasi eine tickende Bombe. Genau. Und wenn bis zu diesem Datum keine Vereinbarung zwischen der Europäischen Union und dem UK zustande gekommen ist, UK heißt United Kingdom. Und das United Kingdom bedeutet Großbritannien und Nordirland. Wir haben uns gedacht, wir erklären noch mal einmal ganz kurz diese Begriffe. Manche Leute sprechen auch von VK, wie Vereinigtes Königreich. Ich finde, das ist irgendwie schräg. Also ich bleibe da lieber beim UK. Also UK ist Großbritannien plus Nordirland. Großbritannien wiederum sind die anderen drei Landesteile, nämlich England, Schottland und Wales. Gut. Genau. Und hatten wir ja auch immer gesagt, das wird nie was. Ja, auf was für einen Vertrag sollen die sich da bitte schön einigen? Das funktioniert nicht. Und jetzt diese Woche kam die Meldung, we have a deal. We have a deal. Und alle waren so froh, als sei der Brexit abgeblasen worden. Dabei hatten sie einfach nur einen Vertrag, wie er jetzt
wie es jetzt eben laufen soll. Ein bisschen smoother ablaufen soll. Ja, das war sehr lustig. Da gab es so eine Pressekonferenz von Boris Johnson. Boris Johnson trommelte sich hörbar auf die Brust, ja, dass er jetzt also diesen Deal irgendwie gerockt hat. Und neben ihm saß wirklich so ein bisschen sauertöpfisch Jean-Claude Juncker, der Präsident der EU-Kommission, und sagte, ja, ich freue mich natürlich über den Deal. Klammer auf, immer noch besser als ein No-Deal-Brexit. Aber I'm sad about Brexit. Ist ja auch so. Aber also zu diesem letzten Zitat kam er fast nicht mehr, ne? Weil irgendwie Boris Johnson sagt, ja, alles super, Deal, Deal, Deal. Und die Journalisten waren schon so mehr oder weniger am Einpacken. Und dann musste er sagen, ne, Leute, bleibt mal da. Also so schön ist das jetzt wiederum alles nicht. Und ich habe dann gedacht, okay, jetzt will man irgendwie mal rausfinden, was ist denn jetzt, was steht denn jetzt in diesem Deal? Und so, ne? Und habe dann so ein paar Medien gelesen und habe festgestellt, tatsächlich wird das nirgendwo erklärt so richtig. Und wie das halt so ist, dann gräbt man ein bisschen tiefer. Und wir wollen es jetzt, weil es ja auch noch ein bisschen offen ist, nur so, sagen wir mal, in so einem Kern mal anreißen, wo denn jetzt so die großen Unterschiede bestehen zwischen dem, was es vorher gab und dem, was sie da jetzt ausgehandelt haben. Genau. Denn also einen Vertrag gab es ja schon, den Theresa May schon ausgehandelt hatte 2018, der allerdings mehrere Mal, ich glaube dreimal insgesamt, durchs britische Unterhaus durchgefallen ist. Das heißt, dieser Deal konnte nie in Kraft treten. Und die EU hatte ja lange Zeit auch gesagt, also wir wollen da im Grunde gar nicht mehr groß nacharbeiten. Aber nun ist es offensichtlich doch geschehen, Philipp. Und du hast dir mal angeschaut, was so die zentralen Änderungen sind. Genau, nicht jedes Komma. Der Ablauf ist ja, sie sollen jetzt einen Vertrag machen, der soll von Großbritannien oder UK und der EU verabschiedet werden. Dann gibt es eine Übergangsphase, die so je nachdem 1 bis maximal 3 Jahre dauern kann. In der Zeit soll ein Handelsvertrag ausgehandelt werden und dann gibt es halt den Brexit. Dann ist er sozusagen mehr oder weniger abgeschlossen. Das ist so diese Timeline. Das ist die Timeline. Wobei diese Übergangsphase eben auch unterschiedlich lang sein kann. Die kann immer noch mal verlängert werden. Also mindestens ein Jahr bis Ende 2020 wäre das dann. Aber es kann halt auch jeweils einmal um ein Jahr verlängert werden. Also es kann auch 3 Jahre sein. Und darum geht es jetzt. Und in dem ersten Vertrag, da war immer die große Frage, und das ist ja jetzt auch wieder die Frage, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt den Vertrag verabschieden und wir kommen in diese Übergangsphase und verhandeln über einen Handelsvertrag, werden uns aber in dieser Übergangsphase nicht einig und dann ist die Übergangsphase vorbei. Und was dann? Was dann? So. Und da gab es in dem ursprünglichen Vertrag dann eine Regelung, die bekannt geworden ist unter diesem schönen Schlagwort Backstop. Na, der Backstop bedeutete nach dem alten Vertrag, ich nenne ihn jetzt mal Theresa May-Vertrag, dass wenn es nach dieser Übergangsphase immer noch kein Handelsabkommen gibt, wenn man sich also irgendwie nicht einig geworden ist, dann bleibt im Grunde das ganze Vereinigte Königreich, das ganze UK in einer Zollunion mit dem Rest der Europäischen Union. Das heißt, dann gäbe es da keine Zollgrenzen. Das hätte aber den großen Nachteil aus Sicht insbesondere der Brexit-Befürworter, dass eben UK dann weiter zollmäßig im Grunde EU wäre, wie die EU zu behandeln wäre. Und dann könnten die Briten nicht, was sie sich ja vorstellen und ausmalen, irgendwelche sehr attraktiven Handelsverträge mit dem Rest der Welt aushandeln. Ne? Das ist ja so die Idee. Ob das klappt, ist höchst zweifelhaft. Also der Spiegel hat mal so ein bisschen rausgearbeitet, dass in den letzten Jahren seit dem Brexit-Beschluss so gut wie gar keine Handelsverträge geschlossen werden konnten und schon mal gar keine mit besseren Konditionen, als sie die EU rausgehandelt hat. Aber das ist zumindest nach wie vor so die Hoffnung der Briten. Und jetzt haben sie sich halt, jetzt wurde dieser Backstop tatsächlich aus dem Vertrag gestrichen. Das Wort kommt nicht mehr vor. Die EU hat tatsächlich diesen Vertrag auch nochmal angefasst und geändert. Und jetzt haben sie gesagt im Kern, okay, was, wenn dieser Vertrag so verabschiedet werden würde und nach dieser Übergangsperiode kein Handelsabkommen da wäre, dann würde Großbritannien, also Mainland, komplett aus der EU rausfallen, könnte im Prinzip machen, was sie wollen, können Handelsverträge abschließen, können alles tun und lassen, was sie wollen. Alleine Nordirland, würde so eine Art Zwitterstatus bekommen. Sie wären de jure in dem Zollgebiet des Vereinigten Königreichs. Also rechtlich. Rechtlich. Ja. De facto, so komisch das klingt, wären sie aber an bestimmte EU-Regelungen gebunden. Das würde heißen zum Beispiel, wenn also ein, also sie wären zum Beispiel daran gebunden, dass Produkte, die in Nordirland in den Verkehr gebracht werden und produziert werden, EU-Standards genügen müssen, weil sie ja direkt in die Republik Irland überführt werden könnten, weil es keine Grenze gibt zwischen Nordirland. Na, und das ist ja im Grunde das Ziel der ganzen Operation, ne? Dass also keine Grenze zwischen Nordirland, was zum UK gehört, und dem Rest der Republik Irland eingezogen werden soll, einfach deswegen, weil diese Grenze ja ohnehin so ein Politikum ist und weil es da bis Ende der 90er Jahre einen blutigen Bürgerkrieg gab. Deswegen ist das so ein ganz spannendes Thema. Und bislang hatten die Briten allerdings gesagt, was auch nicht passieren darf, ist, dass wir eine Grenze einziehen zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs.
unterwegs, also quasi in der irischen See, ja, auf dem Seeweg zwischen UK, Rest UK, Großbritannien und Nordirland durfte auch eigentlich bislang keine Grenze eingeführt werden, Philipp. Und wenn man mal ehrlich ist, ja, das wird nicht so deutlich gesagt, aber da sind die Briten genau von dieser Bedingung abgerückt. Absolut. Es wird, wenn das so kommen würde, wenn der so verabschiedet werden würde, dann würden britische Zöllner an nordirischen Häfen Waren kontrollieren, ja, die nach Nordirland geliefert werden und schauen müssen. Ist das eine Ware, die in Nordirland bleiben soll, dann wird kein Zoll, kein EU-Außenzoll kassiert. Ist das eine Ware, die durch Nordirland in die Republik Irland, also nach in die EU soll, dann wird kein Zoll. Nee, dann wird es zollfällig, weil das dann ja ein Export in die EU wäre. Genau, dann wäre es eine Einlieferung in die EU, deswegen wird es zollfällig. Aber sag mal, Philipp, ist das denn nicht Augenwischerei? Ich meine mal ganz ehrlich, du siehst das doch einem Container, wenn der quasi von Liverpool nach Belfast geschippert wird, siehst du dem doch nicht an, wo der hin muss. Der Klassiker ist ein Auto. Ein Auto kommt aus Großbritannien nach Nordirland. Ja. Der Importeur sagt, das soll weiter in die Republik Irland, deswegen muss er 10% Zoll zahlen. Dann merkt er aber, na, ich verkauf's doch nicht nach Irland, in die Republik, sondern das bleibt in Nordirland, dann soll der den Zoll zurückholen können. Ja. Da fragt man sich, ja. In der Praxis ist völlig offen, wie das kontrolliert werden soll. Also die Briten, wird immer gesagt, was für ein Anreiz sollen die haben, jetzt irgendwelche EU-Zölle in nordirischen Häfen wirklich durchzusetzen? Und die Antwort ist, na, sie kassieren halt die Zölle, weil die Zölle sollen in London bleiben, die interessant. Im Auftrag der EU kassiert werden. Also das und wird zwar auch dann, wenn London längst völlig raus ist. Wenn London völlig raus ist, die EU würde sozusagen die Grenzkontrollen, die Zollkontrollen an die englischen oder britischen Zöllner outsourcen und sie würden damit bezahlt durch die Zölle. So sind wir. Ne? Ja. Wir bleiben einfach gute Freunde, auch wenn eigentlich Schluss ist. Aber viele sagen auch, dass die Ressourcen gar nicht haben und dass das so, also das sind die Zölle, da kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Und das andere ist halt, dass Nordirland auch insofern Sonderrechte hätte, als dass sie zum Beispiel zwar an Produkt Qualitäten gebunden sind. Standards, ja. Bestimmte Chlorhühner dürfen halt nicht aus Nordirland in die Republik Irland. Erstmal kontrollieren. Aber zum Beispiel Steuern, da kann London sagen, in Nordirland gelten günstigere Steuern. Das ist die Befürchtung, dass so eine Steueroase da entsteht, weil das wiederum nicht den EU-Regeln unterliegt, sondern nur Produktsicherheit muss in Nordirland gewährleistet sein, weil es keine Grenze mehr geben soll zwischen der Republik Irland, EU und Nordirland, Zwitterwesen zwischen der EU. Also wir hatten an diesem Punkt schon ganz häufig argumentiert, dass es wahrscheinlich keine saubere Lösung geben wird für dieses Nordirland-Problem, dass es vermutlich einfach ein immanentes Problem des Brexit ist, das sich nicht ganz sauber lösen lässt. Jetzt gibt es immerhin einen neuen Formelkompromiss, der auf den ersten Blick besser aussieht als der, den Theresa May im vergangenen Jahr ausgehandelt hatte. Aber die spannende Frage ist, kann denn dieser Brexit mit diesem Deal jetzt tatsächlich kommen? Ich meine, der 31. Oktober ist ja bald, Philipp. Der ist bald. Also heute war ja der Super Saturday, wo also dieser neu ausgehandelte Vertrag im britischen Parlament abgestimmt werden sollte. Genau, denn das ist ja die Frage. Ja, damit dieser Deal in Kraft treten kann, muss ja jetzt erstmal noch das britische Parlament zustimmen. Also es muss der Rat zustimmen, es muss das Europäische Parlament zustimmen und es muss das britische Parlament zustimmen. Und das war die große Hürde, das britische Parlament. Und siehe da. Was haben sie gemacht? Sie haben es vertagt. Ach, ist ja noch reichlich Zeit, bis zum 31.10. Ja noch ordentlich Zeit. Keep cool. Sie sollten eigentlich super abstimmen und dann wurde aber ein Antrag angenommen, der sagte, das Parlament stimmt über diesen Antrag, über diesen neuen Vertrag nur ab, wenn wir auch schon gleichzeitig die Umsetzungsgesetze für diesen Vertrag in britisches Recht vor uns haben. Dazu muss man wissen, das war ja am Donnerstag, dass sich die Leute in Brüssel geeinigt haben. Das heißt also bis heute, Samstag, lagen da einfach noch nicht die ausformulierten Gesetzeswerke auf dem Tisch. Da lag quasi so eine Art Thesenpapier. Ja, und man wollte jetzt eigentlich gerne der Brexit-Deal, aber eben noch nicht die Umsetzung dieses Deals ins britische Recht. Das ist auch nachvollziehbar, dass das in 48 Stunden nicht geht. Nur jetzt, oder wahrscheinlich waren es sogar netto viel weniger Stunden als 48. Gut, jedenfalls so schnell ging es nicht. Und das Ansinnen war aber eigentlich, dass das Parlament jetzt schon diesem Brexit-Deal zustimmt, obwohl es eben noch nicht genau weiß, welche Gesetze daraus resultieren, um das Ganze dann auch wirklich in Großbritannien umzusetzen. Ja, die Befürchtung war, dass wenn die heute dem Vertrag zustimmen, dann wäre Boris Johnson, weil es dann einen Vertrag im Parlament gibt, nicht mehr gezwungen gewesen, eine Verlängerung bei der EU, eine Verschiebung des Brexit zu beantragen, wie das ein anderes Gesetz vorschreibt. Ja.
Dann, so die Befürchtung, hätten wir dem Vertrag zugestimmt. Ja. Boris müsste den Austritt nicht mehr verschieben. Die Aber Uhr tickt weiter. Ob der 31.10. wäre der Austrittstermin. Ja. Aber Boris trauen wir zu, dass er diese Gesetze, die den Brexit tatsächlich umsetzen, den Vertrag nicht vorlegt oder verschleiert, sodass wir dann am Ende doch am 31.10. raus wären ohne Deal. Ohne richtige Gesetze. Und deswegen haben sie gesagt, wir stimmen dem Vertrag nur zu, wenn du Gesetze vorlegst. Deswegen ist die Abstimmung jetzt verschoben. Und jetzt, so will es halt ein anderes Gesetz, muss Boris Johnson heute Abend, weil er keinen zugestimmten Deal vorlegen kann, die EU um eine Verlängerung bitten. Was irgendwie diese Absurditäten so ein bisschen auf die Spitze treibt. Ne? Wir haben ja immer gedacht, es wird nur deswegen verschoben, damit ein Deal ausgehandelt werden kann. Jetzt gibt es einen Deal und es muss trotzdem verschoben werden. Ja. So. Also das ist wirklich langsam aber sicher so ein und jetzt geht es in Richtung absurdes Theater. Das ist wirklich, eigentlich muss, so will das britische Gesetz, muss Johnson den Brexit bis zum 31. Januar 2020 verschieben. Mhm. Er hat gesagt, er wird den Antrag stellen, ihn zu verschieben, aber den Zeitraum, den soll die EU bestimmen. Also da ist jetzt wirklich wieder alles offen, da ist alles möglich. Das ist möglich, dass die Briten neu wählen, dass sie ein zweites Referendum machen. Es ist möglich, dass sie den Deal gar nicht durchkriegen, dass sie am 31. einfach rausfallen. Also da wird sich wahrscheinlich in den nächsten Tagen alle 10 Minuten irgendeine Wendung offenbaren. Davon gehe ich mal aus. Mit der wir nicht gerechnet haben. Philipp, pass mal auf, jetzt muss ich dir doch noch mal ganz kurz einmal mein Headset geben, denn ich klinge irgendwie auf meinen eigenen Ohren so ein bisschen wie Kermit der Frosch und ich möchte nicht, dass das im Podcast so klingt. Das klingt nicht so im Podcast. Bist du da sicher? Ja, ich bin ganz Hörst du mich so richtig gut? Ich höre dich super gut. Okay, dann wie ich mich höre, ist egal. Ja, okay, wenn du das so sagst. Also du bist sicher, das klingt gut, ja? Ja, okay. Genau. Okay, dann dein Wort in Boris Johnsons Gehör. In Kermits Ohr. Sehr schön. Dann kommen wir an dieser Stelle zum nächsten Thema. Wir schalten zurück ins Inland und betrachten noch einmal die Folgen des Attentats von Halle, über das wir ja schon in der vergangenen Folge der Lage ausführlich berichtet haben. Dort hat ja ein Rechtsradikaler einen Anschlag aus antisemitischen Motiven verübt. Er hat versucht, in die Synagoge einzudringen und dort mutmaßlich eine große Anzahl an Menschen zu töten. Und man würde denken, nun würde in unserem Lande vielleicht darüber diskutiert, was man gegen Rechtsextremisten tun kann. Selbstverständlich ist das ein Thema in den Medien, ist auch ein Thema in den sozialen Medien. Allerdings der Bundesminister des Inneren, Horst Seehofer, hat ganz andere Sorgen. Der nimmt sich die Warnschuldigen vor, die Gamer. Die Gamer waren's. Das ist ja ganz klar, dass wenn in Synagogen auf Menschen geschossen wird, die Gamer irgendwie da ihre Finger drin haben. Da gibt es auch ein schönes Zitat. Es gibt dieses schöne Zitat. Seehofer sagt, man muss genau hinschauen, ob es noch in ein Computerspiel ist, eine Simulation oder eine verdeckte Planung für einen Anschlag. Und deshalb müssen wir die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen. Ja, das sind einfach goldene Worte. Ich denke, die stehen auch für sich. Ich glaube, das könnte auch damit zu tun haben, dass diese Gamer-Szene einfach für Horst Seehofer verdammt weit weg ist. Weißt du, da hat sich das ist ja so eine psychologische Konstante. Was man nicht kennt, das macht einem Angst. Ne? Und die Gamer sind so ein bisschen für Horst Seehofer wie das Wandeln im dunklen Wald. Ja? Überall knistert's, ja, alles total gruselig. Ich stelle mir das so vor, der ist ja bekannt dafür, dass er sein Ministerium eigentlich selten verlässt und auch da wohnt. Ist das so? Also so stand mal so im Spiegel so ein Porträt über ihn, dass er da halt auch dann gerne abends ist und da auch übernachtet. Und da sehe ich dann halt auch schon an seiner Playstation. Meinst du? Und verflucht die Kiste, weil das nicht geht. Ich tue ihm total unrecht, und wenn ich sage, keine Ahnung. Also jedenfalls könnt ihr euch vorstellen, Horst Seehofer wurde wegen dieser, man kann das einfach nicht anders formulieren, wegen dieses Ablenkungsmanövers ganz massiv kritisiert. Der Hauptvorwurf, der gemacht wurde, war, dass Horst Seehofer geradezu reflexhaft auf diese Kritik an Videospielen aufspringe, um sich nicht mit der Bekämpfung des Rechtsextremismus beschäftigen. Aber er hat auch noch ein anderes Rezept aus der Hose gezogen, was er auch schon öfter aus der Hose gezogen hat, nämlich mehr Überwachung gefordert. Ja, das geht ja immer, ne? Man kann immer noch ein bisschen mehr Daten sammeln und angeblich sind also jetzt wieder mal neue Kompetenzen und mehr Geld für Sicherheitsbehörden erforderlich und wir haben uns da mal so ein bisschen schlau gemacht, wie es denn da so in den letzten Jahren eigentlich gelaufen ist. Ne? Man kann jetzt ja nicht sagen, dass in den letzten Jahren die Sicherheitsbehörden des Bundes irgendwie auf Schmalhans Küchenmeister gesetzt worden wären. Beispielsweise schaut man sich den Etat des sogenannten Verfassungsschutzes an, ja, dann hat er sich von 2015 bis heute beinahe verdoppelt, ja, also von 230 Millionen
Euro auf 421 Millionen Euro. Das ist halt wegen dieser neuen Abteilung zur Gamer-Überwachung. Ne? Ähnlich sieht es beim Bundeskriminalamt aus. Das erhielt 2015 noch 430 Millionen Euro. In diesem Jahr waren es bereits 792 Millionen Euro. Das sind plus 84%. Da kommt kein Fondssparplan mit. Und außerdem hat das BKA nicht nur mehr Geld bekommen und damit natürlich mehr Menschen, sondern auch ein neues BKA-Gesetz, das einen alten Grundsatz des Datenschutzes weitgehend über Bord geworfen hat, nämlich die sogenannte Zweckbindung. Also eigentlich gilt seit spätestens der Volkszählungsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1983, dass Daten im Prinzip nur zu dem Zweck verwendet werden dürfen, zu dem sie einmal erhoben wurden, oder es muss eine spezielle Rechtsgrundlage geben für den sogenannten Zweckwechsel. Und das gilt nach dem neuen BKA-Gesetz nicht mehr, sondern da soll ein großer Datenpool eingerichtet werden, in den im Prinzip alle Datenbanken so reinfließen. Und dann kann man mal schauen, wozu die Daten irgendwann gebraucht werden können. Ich finde das persönlich falsch und es gibt dagegen auch eine Verfassungsbeschwerde der GFF. Insofern vielleicht mal der Transparenzhinweis, da bin ich nicht ganz neutral, sondern der Verein, dessen Vorsitzender ich bin, hat dagegen vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Ja, auch der Bundesnachrichtendienst hat ja mehr Geld bekommen. 2015 haben die 615 Millionen bekommen, in 2020 steht im Haushalt eine knappe Milliarde, 965 Millionen irgendwas drin, das sind auch plus 57%. Also über Geldmangel und mangelnde Zuwachs, wie das immer so heißt, können sich die Sicherheitsbehörden eigentlich nicht beklagen. Genau, das scheint auch mir so zu sein. Also ich glaube, es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Aufgaben dieser Behörden sich tatsächlich in diesen wenigen Jahren verdoppelt hätten oder jedenfalls um 50% gewachsen worden wären. Es gab immer schon terroristische Bedrohung. Also da kann man schon, wenn man nur auf die Gelder schaut, kann man sich bestimmte Fragen stellen. Vor allem aber finde ich viel interessanter noch die Frage, ob denn tatsächlich irgendetwas dafür spricht, dass diese Behörden den Anschlag von Halle hätten verhindern können, wenn sie mehr Geld oder mehr rechtliche Befugnisse gehabt hätten. Und das behauptet noch nicht mal Horst Seehofer. Ja? Der Witz ist, es wird einfach rangeflanscht. Also man versucht nicht mal mehr, eine argumentative Basis für diese gesetzgeberischen Maßnahmen zu schaffen, sondern man sagt einfach, es gab einen Anschlag, also brauchen wir mehr Geld, also brauchen wir mehr Überwachungsgesetze. Und also das finde ich schon interessant, wie mit welcher Schamlosigkeit da letztlich ein Anschlag auf die jüdische Gemeinde in Halle ausgenutzt wird, um die Agenda voranzutreiben, die das Bundesministerium des Innern schon seit vielen, vielen Monaten in der Schublade liegen hat. Es wird also weiterhin ein buntes Potpourri von Maßnahmen gefordert. Der CDU-Bundesvorstand zum Beispiel spielt so ein bisschen Zombie-Tetris und schlägt vor, die Vorratsdatenspeicherung könnte man mal wieder einführen. Egal, ob das die jetzt gerade gekippt worden ist vor einigen Monaten vom Oberverwaltungsgericht NRW wegen Verstoß gegen EU-Recht. Egal, kann man ja mal wieder machen. Und schon im Frühjahr nämlich hatte Horst Seehofer neue Kompetenzen für den Verfassungsschutz vorgeschlagen. Ja, der soll jetzt auch Trojaner einsetzen dürfen. Ja, das sind diese Programme, mit denen man sich in Computer und in Handys reinhacken kann als Staat. Schlagworte sind da Online-Durchsuchung und Quellen, Telekommunikationsüberwachung. Das Problem dabei ist nur, damit sich der Staat reinhacken kann, braucht man eben Sicherheitslücken in Handys oder in Computern. Und da kann man sich vorstellen, wenn der Staat solche Sicherheitslücken braucht, um sie selber auszunutzen, dann ist die Neigung nicht so richtig groß, diese Sicherheitslücken schließen zu lassen. Und dann hat man das Problem mit der notorisch schlechten Kontrolle der Geheimdienste. Ja, also das heißt, also Polizei und Justiz sind ja vergleichsweise gut kontrolliert, wäre meine Einschätzung an der Stelle, weil es ganz viele Menschen gibt, die mitreden müssen, weil häufig verschiedene Behörden eingeschaltet sind. Es gibt in vielen Fällen auch eine richterliche Kontrolle. All das fällt weg. Ja, der Verfassungsschutz macht im Wesentlichen, was er will. Da gibt es nur kleine parlamentarische Gremien, die doch mal so hier und da reinschauen dürfen. Gleichwohl meint Horst Seehofer seit Monaten schon und jetzt im Kontext Halle nochmal neu, der Verfassungsschutz braucht ganz dringend auch Trojaner. Und da fällt mir ehrlich gesagt nur der kleine Karlauer ein, wenn man sich überlegt, wie viele Behörden schon Trojaner einsetzen dürfen, ja, dann fällt mir nur der kleine Karlauer ein, es ist längst alles zu ermitteln, nur noch nicht von jedem. Du hast dazu auch einen Gastbeitrag geschrieben. Genau. In Zeit Online. Kann man nochmal nachlesen, haben wir verlinkt. Genau, zusammen mit Sven Herpig, ist ein Forscher bei der Stiftung Neue Verantwortung in Berlin. Wir haben gefordert, dass doch jetzt mal ernst gemacht werden soll mit einer alten These des Bundesverfassungsgerichts. Das hat nämlich vor Jahren schon darauf hingewiesen, dass man einzelne Überwachungsgesetze nicht isoliert betrachten kann bei ihrer verfassungsrechtlichen Überprüfung, sondern dass man darauf achten muss, wie viel Überwachung, quasi wie viel Durchleuchtung von Menschen eigentlich in der Summe dabei herauskommt, wenn man die verschiedenen Kompetenzen von Sicherheitsbehörden im Bund und
auf Länderebene mal zusammenzählt. Ja, dafür hat der Kasseler Rechtswissenschaftler Alexander Rossnagel dieses schöne Bild geprägt von der Überwachungsgesamtrechnung. Ja, dass man im Prinzip mal so eine Art Strich drunter macht unter die verschiedenen Überwachungsmöglichkeiten und dann schaut, was bleibt denn noch an Privatsphäre übrig? Und das passiert nicht. Ne? Das macht niemand. Es gibt diese Überwachungsgesamtrechnung nicht. Und Sven Herpig und ich haben jetzt gefordert, ist eine Idee ursprünglich auch mal vom Bundesdatenschutzbeauftragten, dass man überhaupt mal so eine, dass man ein Moratorium beschließt, dass man also sagt, es gibt keine neuen Überwachungsgesetze, bis man nicht zumindest die alten mal evaluiert hat. Ja, dass man sagt, wir gucken uns mal an, welche Gesetze gibt es schon, zu welcher Überwachungsgesamtrechnung führen die und vor allem, dass man dann schaut, welche gesetzlichen Regelungen haben denn vielleicht wirklich gefehlt in Fällen wie in Halle oder auch in anderen Fällen und dass man dann eben nur solche Gesetze schafft, die zum einen diese Überwachungsgesamtrechnung nicht zu groß werden lassen, zu hart werden lassen und die zum anderen auch tatsächlich was bringen. Ja, denn diese Evaluation passiert bislang nicht und ich finde an dem Vorschlag so wichtig, dass es dabei nicht nur um Grundrechtsschutz geht. Ja, da könnte man ja noch sagen, ja, ihr mit euren Grundrechten immer, wir müssen jetzt hier Sicherheit machen, sondern es geht eben gerade auch darum, die Sicherheitsarchitektur in Deutschland effizienter zu machen, denn Anschläge wie auf dem Breitscheidplatz oder jetzt in Halle zeigen ja auch, es gibt zwar wahnsinnig viele Behörden in Deutschland, über 40, die sich mit dem Thema Terrorismus beschäftigen, aber ganz offensichtlich funktioniert deren Zusammenarbeit nicht. Im Fall Breitscheidplatz wissen wir es genau, wo es gehakt hat, im Fall Halle wissen wir es noch nicht, aber eins ist deutlich, es ist jedenfalls eine gute Idee, mal genauer hinzugucken und das könnte also für die Grundrechte vorteilhaft sein, aber es könnte auch einfach mehr Sicherheit schaffen. Und es gibt ja auch, sagen wir mal, die Probleme am anderen Ende, ne? Das ist jetzt diese staatliche Überwachungsebene, aber du hast ja auch an dem anderen Ende die Leute, die zu Extremisten werden. Ja. Die solche Attentate wie in Halle begehen. Und ich habe mich in dieser Woche mal mit jemandem unterhalten, der sich damit schon, glaube ich, seit 20 Jahren fast beschäftigt, nämlich Bernd Wagner, der ist Exit-Gründer. Also der hat diese Organisation Exit gegründet, ja, die Aussteigern aus sowohl rechtsextremen als auch islamistischen Szenen dabei hilft, eben auszusteigen. Und der hat insgesamt, glaube ich, 700 Leuten dabei geholfen, da rauszukommen. Der war Polizist früher, der war zuständig nach der Wende für die 5 neuen Bundesländer damals, für den Staatsschutz. Und der hat sich damit extrem mit diesen Extremisten beschäftigt. Und den habe ich mal gefragt, wie er denn eigentlich vorgehen würde. Also was würde er machen, wenn er genug Geld hätte, um auch gesellschaftlich zu verhindern, dass Menschen, meistens ja Männer, zu Extremisten werden, sowohl Rechtsextremisten als auch Islamisten. Und er hat gesagt, eigentlich ist es relativ einfach. Du musst deine Region angucken, du musst dir die Leute angucken, die dort bereit sind, was zu tun. Du musst bei dieser Recherche rausfinden, wer läuft denn hier Gefahr, Extremist zu werden oder wer ist es vielleicht schon. Und dann musst du für jeden Einzelnen letztlich einen Plan machen, wie du diesen Mann, ja, meistens sind es ja Männer, deradikalisieren und von dieser Szene entfernen kann. Und wie das genau funktioniert, das hat er mir an einem Beispiel erzählt, was er selber mal mitgemacht hat. Ich habe mal zum Beispiel mit einem Berliner Direktor zusammengearbeitet hier. Einer der Obernazis seiner Schule war Sohn eines Politikers. So, dann ist ein Konsortium zusammengekommen, Mutter vom Nazi, Schuldirektor, Vater der Politiker. Denn wurde überlegt, was geht. Ne? Dann hatte er auch noch Bekannte, die nicht rechtsextrem waren. Der war noch nicht so hermetisch abgeriegelt in seiner Szene, wurde aber schon durch die NPD aufgebaut als Kader. So, und dann wurde da wirklich richtig eine Aufgabenverteilung, ein Sportverein war auch noch mit bei, also der Trainer dort. Und dann wurde überlegt, worauf spricht der junge Mann an ideologisch? Was ist sozusagen die Substanz dessen, was er vertritt? Und dann wurde vor allen Dingen sozusagen die Brückenthemen betont. Nicht die antagonistischen Themen betont, sondern die Brückenthemen, wo man ihn auch ernst ansprechen konnte, wo er ein Interesse dran hatte. Also da muss man sich ein bisschen Mühe geben. Das ist wie so eine Einzelfallbetreuung. Ja. Das klingt schon nach einer ziemlich intensiven Arbeit und zugleich finde ich das so schön, dass der Herr Wagner eben wirklich versucht, quasi Brücken zu bauen. Ne? Dass er jetzt also versucht, so ein bisschen rauszukommen aus dieser Stigmatisierung, du bist jetzt ein Böser, denn du bist ja Islamist oder du bist ja Nazi, sondern dass er im Grunde auf diese Menschen zugeht und sagt, pass mal auf, wir bauen dir wieder eine Brücke in ein Leben in dieser Gesellschaft. Er sagt, ausgrenzen, du doofer Nazi,
schlechte Schulnoten geben. Man, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Und das Interessante ist ja, dass er auch sowohl Islamisten als auch Rechtsextreme betreut. Und ich habe ihn dann auch gefragt, was verbindet denn die? Gibt es da Gemeinsamkeiten? Gibt es da Gemeinsamkeiten? Ist eine interessante Frage, ne? Denn also eigentlich ist ja für einen Nazi so ein Mensch islamischen Glaubens im Zweifel so eine totale Hassfigur, ne? Und jetzt sich so die Frage zu stellen, was mag da möglicherweise ideologisch dahinter stehen? Also ideologisch sagt er, haben sie natürlich alle die angeblich jüdische Verschwörung, ja, aber vor allen Dingen auch mental verbindet die, dass sie das Gefühl haben, sie sind ausgeschlossen in einer nicht funktionierenden Gesellschaft. So, in einem Staat, der nicht funktioniert und zu dem sie nicht dazugehören. Aber ich meine, das wird es natürlich immer geben, dass Menschen den Eindruck haben, der Staat tut nicht genug für sie. Was sagt denn Herr Wagner, was kann denn so eine offene Demokratie trotzdem machen, um Extremisten den Wind aus den Segeln zu nehmen oder um vielleicht dafür zu sorgen, dass Menschen gar nicht erst dieses Gefühl haben, dass sie abgehängt sind, dass der Staat sie vergessen hat und dann sich radikalisieren? Also eigentlich, sagt er, muss der Staat nur seine Grundaufgaben machen. Funktion schaffen. Positive Funktion schaffen. Das Gericht muss funktionieren, da kann nicht 10 Jahre lang verhandelt werden. Die Polizei muss da sein, wo sie gebraucht wird. Die Opfer müssen präventiv geschützt werden. Die Schulen müssen funktionieren, die müssen auch gut aussehen, gut riechen und nicht nach Urinalen stinken. Kaputte Schulen, also alle diese Dysfunktionalitäten wirken wie Katalysatoren für diesen Extremismus. Heute Propaganda für die Demokratie zu machen, die Demokratie als Religion aufzuführen, halte ich für den größten Hintertreppenwitz der Geschichte und da macht sich die Demokratie selber kaputt daran. Also dieses Ding so, wir sind eine freie Gesellschaft, Demokratie ist toll, kann man sicherlich machen. Aber erreicht diese Leute nicht mehr. Weil sie einfach das Gefühl haben, der Staat liefert irgendwie nicht. Ja. Ne? Nun wird ja häufig auch kritisiert, oder argumentiert jedenfalls, gab es im Nachgang zu Halle jetzt auch einen Disput im Bundestag, welche Rolle denn eigentlich die AfD spielt. Nicht? Also einige Leute sagen, die AfD ist quasi der scheinbar legale Arm der Rechtsextremisten. Die AfD trägt für Halle eine Mitschuld, sagen einige Leute, weil sie den Raum des Sagbaren quasi erweitert hat, ja, weil also Dinge, die vor einigen Jahren noch eben als rechts draußen gegolten hätten, jetzt mit einem Mal Teil des demokratischen Diskurses sind. Und dadurch könnten solche Täter eher das Gefühl haben, sie hätten Rückendeckung oder sie sprechen vielleicht sogar für eine schweigende Mehrheit. Was sagt denn Herr Wagner zu dieser Bewertung? Also er sagt, diese These hält er für überbewertet, weil in diesen extremistischen Kreisen, ne, also das sind jetzt nicht irgendwie Rechtsradikale oder super, super Konservative, sondern in diesen extremistischen Kreisen, die auch zu Gewalttaten bereit sind. Das ist ja die Definition. Ne? Extrem und Extremismus ist immer dann, wenn die Leute auch gewaltbereit sind. Und da sagt er, das ist alles das, was die AfD fordert und sagt, längst sagbar. Sondern die AfD gilt in diesen Kreisen eher so ein bisschen als Larifari-Partei. Es ist irgendwie schön, sich mit der zu zeigen. Die Extremisten freuen sich, wenn es ihnen gelingt, Leute da einzuschleusen. Aber dieses Argument, dass die AfD die Argumentation und dass die Grenze des Sagbaren nach rechts verschoben hat und damit solche Anschläge befeuert, die hält er für übertrieben. Dann hätten die ganzen Ereignisse Anfang der 90er Jahre in Deutschland nicht passieren können. Die Überfälle auf die Asylbewerberheime, die Massenaufläufe der Bevölkerung Rostock, Lichtenhagen oder die Massenaufläufe in Hoyerswerda und anderen Orten. Da, selbst in meiner Heimatstadt Fürstenwalde gab es so eine Massenaufläufe. Wo kommen die denn alle her? Da gab es keine AfD zu der Zeit. Also das ist ein Scheinargument. Die Milieus sind alle schon da. Die waren schon immer da. Die waren auch in der DDR schon da. Die waren auch in der alten Bundesrepublik schon da. Ja, das, was ich sozusagen also immer wieder analytisch als völkisches Milieu bezeichnet habe, das ist da. Da bedarf es jetzt also nicht einer exorbitanten, neu zeugenden AfD. Aber trotzdem hat die AfD natürlich eine Funktion. Also für diese Extremisten mag das so zutreffen. Ja. Aber ich glaube, gesamtgesellschaftlich kann man das schon sagen, dass sie da mehr möglich macht. Also ich persönlich glaube zum Beispiel daran, dass es schon gewisse Auswirkungen hat, dass wir ja einfach in Parlamenten im Bund und in den Ländern jetzt einfach sehr viele Parlamentarier haben, die natürlich auch Mitarbeiter einstellen können. Und da gibt es ja inzwischen relativ breite Untersuchungen darüber, was das eigentlich für Leute sind, die da als Mitarbeiter durchgefüttert werden. Ne? Und das sind im Grunde ja jedenfalls in Teilen Trainingscamps für harte Rechtsextremisten. Ich finde dann Perspektive aus dieser extremistischen Position ganz interessant, das auch mal so ein bisschen zu modifizieren. Aber so glaube ich trotzdem, dass das, was die AfD macht, schon nicht ganz folgenlos ist für die Förderung und Akzeptanz rechter Gewalt. Ja, das, also ich ehrlich gesagt auch ich finde diesen Punkt auch sehr spannend, dass er sagt, dass ein Nährboden für harten Extremismus ist so dieses Gefühl, der Staat liefert nicht, der Staat bringt es nicht. Und da finde ich, kann man doch nicht darüber schweigen, wie die AfD tatsächlich kommuniziert.
kommuniziert über unseren Staat und seine Einrichtungen. Ne? Natürlich, auch wir in der Lage kritisieren ständig, dass es bestimmte Funktionen gibt, die unser Gemeinwesen nicht so erfüllt, wie das sein müsste. Ja, Stichwort Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs auf dem Lande, Stichwort Mobilfunkausbau, Schulgebäude, Internetausbau und so. Also wir nehmen ja nun wahrlich kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, quasi Schlechterfüllung staatlicher Aufgaben zu kritisieren. Aber es ist doch immer noch und das machen ja auch andere Parteien, ne? Natürlich die jeweiligen Oppositionsparteien viel mehr als die Regierungsparteien. Es wird ja immer kritisiert, aber ich glaube, es macht einen Unterschied quasi, mit welchem Unterton man kritisiert. Ob man jetzt kritisiert mit dem Ziel zu sagen, wir stehen hinter diesem Staat, wir sind Demokraten, wir wollen diesen Staat fortentwickeln und wir kritisieren mit dem Ziel, diesen Staat besser zu machen, oder ob da im Grunde so eine feindselige Haltung durchklingt. Ne? Ob man so die ganze Zeit das Gefühl hat, wie das zum Beispiel so Worte wie die Altparteien oder so ausdrücken, ob es eigentlich darum geht, diesen Staat als solchen madig zu machen. Ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Das macht einen Unterschied, und ich glaube, der Unterschied besteht tatsächlich auch darin, welches Ziel du verfolgst. Denn das hat er in diesem Interview auch gesagt. Die Argumentationsfigur von den Extremisten, sei es Islam oder sei es rechtsextrem, ist immer, wir haben einen Missstand. Ja. Den Missstand kritisieren wir aber nicht, um ihn zu verbessern, so wie wir das vielleicht machen, in der Lage oder auch andere demokratische Parteien. Konstruktive Kritik. Sondern wir kritisieren ihn, um möglichst großes Drama herzustellen, um einen möglichst hohen gefühlten Bedarf nach einer Erlöserfigur zu kreieren. Das ist das Ziel der Kritik. Ja. Nicht diese Probleme zu lösen, sondern zu sagen, diese Probleme sind da und wir können sie nur mit dieser einen Parteifigur im Zweifel lösen. So Messias-Erwartung. Ne? Und da kommen dann ja auch so Schlagworte wie das Systemparteien, das System muss überwunden werden und so. Ne? Da sieht man dann eben, es geht eben gerade nicht darum, mit demokratischen Mitteln in einer Form von Diskurs Dinge voranzubringen, sondern es geht immer darum, überwinden, kaputt machen. Und ich glaube, dass das eigentlich so neben ganz vielen anderen eine Funktion ist, wie die AfD tatsächlich, wie soll ich sagen, so eine Art Reservoir auch von Menschen schafft. Ne? Ich will nicht in Abrede stellen, was Herr Wagner ja im Zweifel viel besser weiß als wir, dass es eben diese Szenen immer schon gab, auch in den 90er Jahren. Wie gesagt, wenn man sich anschaut, was da jetzt für eine Rhetorik gepflegt wird, kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass das ohne Folgen bleibt. Ihr könnt das komplette Interview hören, medienradio.org oder medienradio in den Podcast-Player eingeben und abonnieren. Ist wirklich, finde ich, ganz interessant und gut geworden. Vielleicht machen wir da auch noch eine zweite Folge. Ich wollte euch noch ein Buch ans Herz legen, was ich gerade lese, auch zu dem Thema von Matthias Quent, Deutschland rechts außen. Ich habe damit gerade erst angefangen, aber ich finde den Ton schön. Also gut, ja. Warum? Weil er ein bisschen von sich erzählt, von seiner Geschichte, ist, wie glaube ich, in Thüringen aufgewachsen. Er ist jetzt irgendwie Mitte 30 und wurde halt in seiner Kindheit und Jugend von Rechten verfolgt, auch zusammengeschlagen, angegriffen und hat erst nach ein paar Jahren, als er mal in andere Bundesländer gekommen ist, gemerkt, dass das eigentlich in einer demokratischen Gesellschaft nicht der Normalzustand sein sollte, dass man ständig von Rechtsextremen verprügelt und angegriffen wird. Ja. Und er schildert halt in diesem Buch nicht nur diese Probleme, von denen wir auch viele kennen, sondern er gibt auch Handlungsanleitungen, was man denn tun kann. Im Umgang mit rechter Gewalt. Und das finde ich wirklich auch in einem guten Ton geschrieben, kann man mal lesen. Wie gesagt, ich bin noch dabei. Das finde ich außerordentlich spannend, weil das ja so ein bisschen so in die Richtung geht, Philipp, was zurzeit läuft unter diesem Schlagwort konstruktiver Journalismus. Ne? Dass man eben gibt schon eine nicht, Weile, nicht nur, genau. Ist jetzt keine Neuigkeit, aber also ich habe zugegebenermaßen erst in den letzten Monaten davon jedenfalls unter diesem Schlagwort gehört und ich finde das eigentlich einen schönen Denkansatz. Also natürlich muss Journalismus den Finger in die Wunde legen, wenn irgendwas schiefläuft. Ja? Stichwort investigativer Journalismus, Skandale aufdecken, ist eine ganz wichtige Funktion. Aber ich finde, es ist auch eine interessante Entwicklung zu sagen, wir müssen als Journalistinnen und Journalisten konstruktiv Kritik üben und auch insbesondere auf positive Fallstudien hinweisen. Wir müssen auch mal sagen, was gut läuft, damit sich Menschen daran ein Beispiel nehmen können. So, jetzt haben wir eine Premiere für euch. Wir haben einen Gast. Genau. Zum ersten Mal in einer Live-Show. Ganz genau. Und zwar ist es ja so, dass die SPD, einige von euch werden sie noch kennen, einen neuen Vorsitzenden, eine Vorsitzende, ein neues Führungsduo sucht. Yeah. Und da haben sich ja eine ganze Reihe von Männern und Frauen zur Wahl gestellt. Das Schaulaufen, das Casting, das hat geendet. Und die Wahl läuft jetzt. Der erste Wahlgang. Und so begrüßen wir heute auf unserer Bühne eine der Kandidatinnen für den Vorsitz der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken. Herzlich willkommen, Saskia Esken. So, ich muss jetzt, das mache ich normalerweise nur bei Ulf.
das Headset. Wollen Sie das mal so justieren, dass es bei Ihnen gut sitzt, dass es angenehm ist? Erstmal ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Total gerne. Es galt ja lange so dieses Mantra, dass SPD-Vorsitzender oder Vorsitzende das schönste Amt neben Papst ist. Das hat Franz Müntefering mal gesagt. Ich habe mich jetzt so gefragt, wenn das mit den Prozenten und den Wählern und so weitergeht, ob Sie dann bei der nächsten Bundestagswahl eigentlich überprüfen müssen, ob alle SPD-Mitglieder auch die SPD gewählt haben. Die Frage ist so ein bisschen, was reizt Sie denn daran? Warum wollen Sie Vorsitzende oder Co-Vorsitzende einer Partei im dauernden Sinkflug werden? Ja, der dauernde Sinkflug ist ein Zustand, der dringend geändert werden muss, weil ich finde, dass unsere Gesellschaft, dass unsere Demokratie eine starke Sozialdemokratie braucht. Als Korrektiv, als Gegengewicht. Frankreich kommt auch ohne aus. Als Gegengewicht zum Konservativen, ja. Mhm. Weil der Impetus, der Sozialdemokraten antreibt, die soziale Gerechtigkeit und der Ausgleich zwischen oben und unten und zwischen schwach und stark, schon auch für Freiheit und für Bürgerrechte, der muss eben weitergetragen werden. Der darf nicht verloren gehen. Das ist meine tiefe Überzeugung. Und die SPD steht tatsächlich an einem Scheideweg, so nach meinem Empfinden. Und deswegen habe ich mich entschieden zu kandidieren, gemeinsam mit Norbert Walter Borjans. Wir sagen Novabo, weil das so anstrengend ist. Novabo. Na, auch inhaltlich fragen sich ja viele Menschen, ob die SPD noch die richtigen Antworten auf die Fragen der Zeit hat. Was möchten Sie denn konkret inhaltlich ändern, damit die SPD Volkspartei bleibt oder in manchen Teilen Deutschlands, muss man ja sagen, wieder Volkspartei wird? Also wir versuchen sehr viele Zukunftsfragen zu definieren über die Verteilungsfrage. Und wir sind einfach der Auffassung, dass viele dieser Probleme, wie zum Beispiel die Klimakrise, ohne die Verteilungsfrage nicht gelöst werden können. Da geht es um Verteilung von Lasten, aber auch um Verteilung von Chancen. Auch der Klimawandel, wenn er technologisch gelöst wird, aber auch in der Veränderung unseres Mobilitätsverhaltens und so weiter und so fort, bietet ja auch Chancen, auch Entwicklungschancen für die Gesellschaften. Die sollen eben nicht nur denen, die sowieso schon überall die besseren Chancen haben, sondern allen, damit wir auch als Gesellschaft wieder zusammenwachsen. Genauso ist es beim digitalen Wandel. Der digitale Wandel hat ja gerade im Moment Tendenz, die Gesellschaft auseinanderzutreiben. Ja. Und was wären denn so die zwei, drei zentralen, ich sage jetzt mal Stellschrauben, an denen Sie gerne stellen würden, um diese Verteilungsfrage in einer sozialeren Weise zu beantworten? Naja, die Sozialdemokraten selber haben Anfang dieses Jahrtausends die größte Steuersenkung für hohe und höchste Einkommen und Vermögen veranstaltet, die es in diesem Land jemals gegeben hat. Das war unter Rot-Grün, so sagen, ne? Gerd Schröder. Muss man so sagen, und rot werden dabei. Also jetzt im Sinne von, sich ein bisschen schämen. Aber das ist ja also eine Einsicht, eine solche Einsicht kann ja auch dazu führen, dass man sagt, da muss man was dran ändern. Ja. Und wir müssen schon auch die Mitte, wenn man immer so hört, die hart arbeiten, also diejenigen, die eben so in der Mitte der Gesellschaft, die muss man schon auch entlasten, aber die da oben, die müssen einfach einen stärkeren Beitrag leisten zur Finanzierung unseres Gemeinwesens und zur Umverteilung, also zum Ausgleich derer, die da am unteren Ende. Auch nochmal eine inhaltliche Frage dazu. Sie haben jetzt ja mit dieses Klimapaket mit verabschiedet. Nee, wirklich nicht, weil das ja bis jetzt gerade in meinem Kabinett war. Sie als Partei, als SPD. Und da ist ja auch immer die Frage, okay, CO2-Preis ist zu niedrig, haben viele gesagt. Und die Frage auch immer, wenn der höher wäre, müssten niedrige Einkommen wahrscheinlich proportional erstmal mehr bezahlen. Wie würden Sie das denn gerecht verteilen? Wie würden Sie so einen CO2-Preis erheben und den so regeln, dass das in Ihren Augen gerecht finanziert wird? Also was jetzt gerade angedacht ist und weswegen wir das auch kritisieren, das ist erstens steigt man sehr, sehr niedrig ein, man hat dann kaum eine Lenkungswirkung und das ist auch immer so ein Problem, wenn man so ein bisschen einsteigt, dann ist die Lenkungswirkung gar nicht da, dann macht man so ein bisschen mehr, dann ist nochmal keine Lenkungswirkung, weil sich eben nichts verändert. Man müsste hoch einsteigen mit wenigstens 40 oder 50 Euro die Tonne und das trifft tatsächlich prozentual natürlich diejenigen, die wenig haben, am meisten. Weil die Ausgaben nicht vermeiden können, weil man trotzdem pendeln muss zur Arbeit, weil man sich keine Wohnung in der Nähe der Arbeit leisten kann und diese Dinge, ja. Und deswegen ist der richtige Ansatz, wäre eigentlich dann die Einnahmen aus dieser CO2-Steuer als Klimaprämie oder Klimadividende pro Kopf den gleichen Betrag an jeden auszuzahlen, sodass jeder eben die Mehrkosten, die er im ÖPNV hat oder im Pendeln mit dem Auto, auch tatsächlich ausgleichen kann.
wenn man sich dann entscheidet, eben, sagen wir mal, mit dem Fahrrad zu fahren, dann hat man tatsächlich auch eine Ersparnis, weil man diese Klimaprämie eben trotzdem bekommt. Und die Klimaprämie, wenn sie dann 155 Euro wäre, wäre halt für jemanden, der 1.500 Euro netto im Monat hat, prozentual viel mehr als jemand, der 3.500 Euro hat. Ja, und was jetzt vereinbart ist, nämlich diese Pendlerpauschale, die macht genau das Gegenteil. Ja. Ich habe das schöne Beispiel erzählt von also drei Leuten, die jetzt das Pendeln nicht vermeiden können, weil sie im Krankenhaus arbeiten. Da geht irgendwie Homeoffice nicht so gut. Und da hat man den Chefarzt und man hat die Krankenschwester, man hat die Küchenhilfe, die wohnen alle auf dem Dorf. Der eine, weil er es schön findet, die anderen, weil sie es sich leisten können in der Stadt. Und die pendeln also alle. Und der Chefarzt, der hat einen Benefit von dieser Pendlerpauschale von, sagen wir mal, 20 Euro im Monat, die Krankenschwester 10 und die Küchenhilfe gar nichts, weil die nämlich gar keine Steuern bezahlt. Ja? Das heißt, die kann gar nichts zurückbekommen. Zur Erklärung dazu, das ist deswegen so, weil die Pendlerpauschale quasi vom zu versteuernden Einkommen abgezogen wird. Ja, oder, und zwar oben. Ne? Und zwar, ja, und ja, zwar oben. Das mit anderen Worten, wer viele Steuern zahlt, spart einfach deutlich mehr als derjenige, der wenig oder gar nicht. Genau. Und wenn ich, sagen wir mal, einen Verein spende oder Mitgliedsbeiträge zahle, zum Beispiel bei der GFF, ja, dann bekomme ich 40% von dieser Spende zurück als Prämie vom Staat. Weil das und eben der hohe Steuersatz ist, der relativ hohe. Weil ich oben mit Sicherheit diese 40% bezahle. Ja? Ja. Und jemand, der weniger verdient, dessen Spende ist nur 20 Euro wert. Mhm. Ja, und 20%, das ist doch komplett ungerecht. Jetzt haben Sie ja versucht, in der SPD versuchen das gerade, eine neue Führungskultur vielleicht, aber auch ein neues Führungsduo zu installieren. Mhm. Und haben also diese Pärchen gebildet, Mann, Frau, und haben jetzt, glaube ich, 23 Casting-Auftritte vor SPD-Mitgliedern gemacht. Was hat das denn gebracht? Also das ist ja ein recht neues Prinzip gewesen. Was hat das so in Ihren Augen gebracht für die Partei? Also total neu war auch, dass wir da gepitcht haben. Also zu zweit auf diesen Regionalkonferenz, um uns vorzustellen und nachher auf jede Frage 60 Sekunden Zeit für die Antwort und nicht irgendwie so Politiker antworten. Ja, war schon auch eine andere Kultur und es hat auch gebracht, normalerweise bei so Veranstaltungen hat man ja immer, dass der Moderator am Ende sagt, so jetzt kommen wir noch zu dem Publikums, leider keine Zeit mehr. Und da war es eben anders, wenigstens die Hälfte der Veranstaltung war eben für Fragen aus dem Publikum und wir mussten auch wieder sehr kurz antworten. Und es hat tatsächlich, wir sind aus all diesen Veranstaltungen, ist das Publikum rausgegangen und wir sind rausgegangen, sehr hoffnungsfroh darin, dass so ein Aufbruch auch gelingen könnte, weil da wahnsinnig viel Gesprächsbereitschaft und wahnsinnig viel Dialogbedarf auch besteht und auch das Gefühl, wir können aus diesem Laden noch was machen. Es sind 430.000 Mitglieder immer noch, das waren mal 1 Million, ja, aber es sind immer noch eben sehr viele und sehr engagierte Leute. So, nun gibt es also eine Abstimmung über den Vorsitz, allerdings nicht direkt, ne, sondern diese Abstimmung führt ja zunächst mal nur zu einem Wahlvorschlag. Die eigentliche Wahl findet dann aus Satzungsgründen im Dezember statt bei einem Bundesparteitag. Parteiengesetz, glaube ich, ja, oder? Stimmt, haben wir mal gecheckt, steht auch im Parteiengesetz. Jedenfalls läuft jetzt gerade die erste Abstimmungsphase vom 14. bis 25. Oktober. Am 26. sollen dann die Ergebnisse präsentiert werden und dann wird es wahrscheinlich wohl eine Stichwahl geben zwischen den beiden bestplatzierten Pärchen, sage ich mal, denn anders wäre es nur, wenn eins gleich mehr als 50% der Stimmen bekommt. Danach sieht es jetzt erstmal nicht aus. Dann gibt es also noch diese zweite Runde. Und wenn man sich jetzt das Kandidatenfeld anschaut, dann fällt ja auf, dass es, wenn man ja mal so die beiden Strömungen in der SPD, eher konservative oder eher progressive, zugrunde legt, dass das Feld da sehr ungleich besetzt ist. Ne? Also auf der konservativen Seite gibt es im Grunde zwei Pärchen, Olaf Scholz und Clara Geiwitz auf der einen Seite und dann Petra Köpping und Boris Pistorius, das sind die beiden, die eher für weiter so, für GroKo stehen, für einen sehr realpolitischen Kurs. Und dann gibt es auf der anderen progressiven Seite jetzt, wenn ich es richtig sehe, noch vier Pärchen, es waren sogar mal fünf Pärchen, denen, sagen wir mal, nennenswerte Chancen eingeräumt werden. Auf dem linken Flügel so, ne? Genau, auf der linken Seite. Das Problem ist natürlich dabei, dass dann die Stimmen der eher progressiven sich auf ganz viele Pärchen aufteilen und die eher konservativen nur auf ein bis zwei. Hätten Sie dann nicht eigentlich so eine Art Burgfrieden schließen müssen auf der Linken und sagen, wir stellen jetzt ein Knallerpärchen auf und versuchen dadurch den Kurs der Partei zu drehen? Ja, das könnte man jetzt für die eher konservative Seite genauso sagen. Die hätten sich auch einigen können. Ne? Es hat nicht funktioniert, sagen wir es mal so. Ich würde ohnehin diese Aufteilung nicht ganz so sehen, wie Sie das jetzt eingeordnet haben, aber das ist wahrscheinlich eine Definitionsfrage.
Insgesamt kommt es mir, glaube ich, auch nicht so sehr darauf an, ob wir jetzt eine eher konservative oder eher progressive Personen da an der Spitze der Partei haben, sondern es geht eigentlich darum, dass wir die Partei insgesamt wieder in eine progressive Richtung bewegen und vor allem wieder in eine, die eben sozialdemokratische Grundwerte auch wirklich trägt und nicht nur im Namen oder meinetwegen auch im Programm stehen hat. Also unsere Grundsatzprogramme sind ja immer großartig. Wir haben die neoliberale Phase, die wir mal hatten, durchaus längst überwunden, programmatisch, ja, aber leider nicht in dem, wie wir Politik machen. Und da kommt es ja eher darauf an, dass Vorsitzende eben das, was in so Parteiprogrammen drinsteht, dann auch tatsächlich durchtragen, aber auch durch eine Regierungszeit. Ja. Aber da muss ich ja doch nochmal einhaken. Also würden Sie denken, dass Olaf Scholz, wenn er jetzt zum Beispiel gewählt würde, mit einmal zu einem solchen Kurswechsel in der Lage wäre? Würde er sich nicht eher bestätigt sehen in seinem doch sehr konservativen Kurs an der Spitze des Finanzministeriums? Ja, es ist nicht nur ein sehr konservativer Kurs, sondern vor allem, und würde ich jetzt zum Beispiel mal sagen, dass mich und Novabo von Olaf Scholz und Clara Geiwitz unterscheidet, dass wir nicht bereits mit dem Kompromiss im Kopf in die Verhandlung gehen. Mhm. Sondern dass wir mit dem sozialdemokratischen Grundwert da reingehen und dass, wenn der verletzt ist, dass wir dann auch einen Kompromiss nicht tragen können. Und dann könnte ich nicht tragen, ein Klimapaket zu machen. Da kann man jetzt sagen, man macht ein sehr ambitioniertes oder ein weniger ambitioniertes, aber wenn es nicht sozial gerecht ist, dann können wir nicht zustimmen. Das ist dann egal, wie hoch, tief, wie auch immer, ja, sondern dann sind die Grundwerte verletzt und dann sind wir nicht dabei. Und das ist, glaube ich, so eine Grundhaltung, die wir von Leuten abverlangen müssen und so eine Standhaftigkeit und so eine, sagen wir mal, auch eine Furchtlosigkeit. Ja, wenn man schon zu mir gesagt hat, so kannst du mit dem oder jenem nicht reden, dann sage ich, wieso, ist er gesalbt? Oder, also ja, ich versuche so eine Augenhöhe hinzubekommen mit den Leuten, auch wenn ich eigentlich ja nur so ein ganz kleines Licht bin im Bundestag. Weil man mir nicht, ja, also damals bei der Vorratsdatenspeicherung, als ich angekündigt hatte, dass ich nicht dafür stimmen will, hat man mir gesagt, ich bräuchte ja wohl doch einen Listenplatz. Mhm. Ja, man kann sich das vorstellen. Man kann mir mit sowas keine Angst machen. Ja, ich bin da nicht der Typ dazu. Und da ist so eine Furchtlosigkeit, muss man mitbringen, wenn man wirklich auch erfolgreich standhaft bleiben will, wenn es eng wird. Also ab zum Schluss noch ein bisschen eine technische Frage. Also diese Abstimmung, die findet ja sowohl mit Papier statt, also 2/3 der SPD-Mitglieder, Mitgliederinnen stimmen auf Papier, machen Kreuz, stimmen ab. Man kann aber auch das Ganze im Internet machen. Man kann sich mit Mitgliedsnummer und E-Mail-Adresse und Geburtsdatum ja. Anmelden und dann bei der Abstimmung mitmachen. Jetzt hat es diverse Studien, Untersuchungen, Gerichtsentscheide gegeben, die sagen, Wahlen, Abstimmungen auf Computerbasis sind keine gute Idee. Mhm. Wir können nicht wissen, sind die Computer gehackt, funktionieren sie wirklich, habe ich wirklich abgestimmt, wenn ja, wurde meine Stimme so registriert, wie ich sie eigentlich haben wollte. Und Christopher Lauer, Ex-Pirat und auch Ex-Sozialdemokrat, hat da ein bisschen Wind gemacht. Und das mit folgenden Worten kritisiert. Ich zumindest würde mir daher wünschen, dass die Regierungspartei einer G8-Nation ein bisschen verantwortungsbewusster mit der Frage umgeht, ob ihre neue Parteispitze durch die Parteibasis oder zum Beispiel russische Hacker dem Parteitag zur Wahl vorgeschlagen wurde. So, ist ein bisschen provokativ. Die Frage ist, warum nutzen Sie Rechner für eine Wahl? Na, das ist eigentlich relativ einfach. Das kann ich zwei Gründe für sagen. Ich teile die Kritik, was die Verwendung von Wahlcomputern für echte Wahlen anbelangt. Aber wir haben ja schon gehört, das Parteiengesetz sagt ja, das kann gar keine Wahl sein. Das ist eine Empfehlung, die Mitglieder aussprechen. Ich erinnere mich, dass wir vor 25 Jahren schon mal so eine Situation hatten mit drei Kandidierenden. Das war Schröder, Scharping und Wiczorek Zeul. Es wurde dann Scharping und wir haben Wahlveranstaltungen in den Ortsvereinen durchgeführt mit so Urnen und dann haben wir ausgezählt und haben das Ergebnis an die Partei gemeldet per E-Mail. Gab es da Manipulationsmöglichkeiten? Ja, vielleicht nicht im großen Stil und vielleicht hatte auch Putin keinen Einfluss, aber also ehrlich, so bombensicher geht es nicht. Ja. Und das ist das eine Argument, dass es eben gar keine Wahl ist. Und wir vielleicht auch zum Beispiel, später wenn jemand mal sagt, die E-Mail ist falsch, da hat jemand eine falsche Zahl reingeschrieben, kann man hingehen und die Stimmen abzählen. Und dann weiß man, ob sie richtig war oder nicht. Das geht beim Computer nicht.
Das ist schon richtig. Also vor allem die Kritik ist ja auch an dem Dienstleister, dass der keinen Einblick gewährt in seine Auszählung und so weiter. Die Frage ist, warum machen Sie es? Warum sagen Sie nicht einfach Zettel, kriegt Brief, fertig? Zettelbrief bedeutet, ich muss jedem Mitglied die Wahlunterlagen schicken, sagen wir mal mindestens 1,40, wahrscheinlich teurer. Also und das einen Rückumschlag, Geld, das Rückumschlag ja, mal zu Ende rechnen. Dann einen Rückumschlag mit nochmal 70 Cent, ja, sind also wenigstens 2 Euro pro Mitglied, 430.000 Mitglieder macht. Eine Million, ja. Und dann 2 Wochen später nochmal 1 Million. Die SPD hat nur noch die Hälfte der Mitglieder, sie hat nur noch die Hälfte der Wahlergebnisse, die sie früher mal hatte oder noch weniger. Das heißt, wir haben schon auch ein Finanzproblem. Und wir wollen ja schon auch, sagen wir mal, diese Möglichkeit in Zukunft auch nutzen, um mal in Sachfragen die Mitglieder zu fragen, was denkt ihr hier oder darüber, ja? Und auch da müsste man dann sagen, ja, können wir uns darauf verlassen, wie funktioniert denn Demoskopie, ja? Ist das gut, manipulierbar? Hat eine andere Tragweite als eine Wahl, ne? Na, aber klar. Okay, kann ja. Man nachvollziehen, ist Geld. Weißt, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wir haben bisher nie Gäste eingeladen, unter anderem, weil wir uns nicht richtig vorstellen können, wie bitten wir dir denn wieder runter? Also wie machen wir das, ohne dass das unfreundlich wird, dass man schön sagt, so danke, das war's, da ist Ihr Platz, bitte gehen Sie. Ja, aber, genau so machen wir es. Ja? Ja, okay, alles klar, gut. Vielen Dank. Danke fürs Kommen. So, jetzt kommt wieder ein Special nur für Philipp, weil er das so liebt. Nicht nur Saskia Esken wurde verabschiedet, auch die Grundsteuer. Nein. Aber immerhin hast du es ohne Apropos gemacht. Immerhin bin ich doch für jeden Wortwitz zu haben. Wir haben nämlich zu vermelden, dass die Grundsteuerreform, von der ja in der Lage der Nation schon öfter die Rede war, den Bundestag passiert hat. In dieser Woche hat sie die Zweidrittelmehrheit, die nötig ist oder nötig war, weil es eine Grundgesetzänderung umfasst, tatsächlich erreicht. 495 Abgeordnete stimmten für die Grundsteuerreform, dagegen nur 139. Damit war das Gesetz beschlossen. Grüne und FDP stimmten mit der Koalition, so konnte diese Mehrheit zustande kommen. Der Bundesrat soll nun am 8. November zustimmen, dessen Zustimmung gilt allerdings als sicher. Man muss dazu aber sagen, ne? Das ja. sind 14 Milliarden Euro jedes Jahr, die mal Daumen, die in die Kassen der Kommunen fließen. In der Tat. Das ist ein erheblicher Batzen Geld, deswegen wird da auch so drum gestritten. Und die Idee ist, dass sich Menschen, aber auch Unternehmer, Unternehmerinnen, Geschäfte mit dieser Steuer an der Fortentwicklung ihres Gemeinwesens beteiligen. Also wenn die Gemeinde neue Straßen macht oder einen neuen Park oder irgendwie ein Schwimmbad hinbaut, dann wird es schöner, der Ort wird attraktiver, der Wert des Grundstücks des Hauses wächst, das Geschäft läuft vielleicht besser. Und deswegen gibt es diese Grundsteuer. Ganz genau. Und dass diese Reform jetzt tatsächlich beschlossen wurde, geht ja auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zurück, das vor einigen Jahren die bisherige, noch geltende Regelung für verfassungswidrig erklärt hat, einfach weil sie die Grundstücke unfair bewertet hat. Ne? Also in den sogenannten neuen Bundesländern lagen da noch Werte aus den 30er Jahren zugrunde. In den alten Bundesländern Werte aus den 60er Jahren. Aber da kann man sich vorstellen, die Grundstückswerte haben sich seitdem extrem unterschiedlich entwickelt. Das heißt also, die alte Grundsteuerberechnung ist einfach nicht mehr fair. Ungerecht. Ne? Ungerecht. Weil, ne, genau. Ein Teil der bei der Berechnung dessen, was ich an Grundsteuer zahlen muss, ist eben der Wert. Der Wert, genau. Ja. Und wenn der halt uralt ist und das längst alles sich in alle möglichen Richtungen entwickelt hat, dann ist halt das, was ich am Ende an Grundsteuer zahle, unfair. Genau. Weil es nichts mehr mit dem zu tun hat, was mein Haus oder mein Grundstück wirklich wert ist. Genau, und deswegen haben sich jetzt in langen Verhandlungen Bund und Länder auf ein neues Modell zur Berechnung geeinigt. Die Eckdaten für diese neuen Regeln, die ab 2025 gelten sollen, danach soll maßgeblich sein der Wert des Bodens, und zwar der tatsächliche Wert des Bodens, der allerdings auf eine ganz bestimmte Weise berechnet werden soll. Dann zum Beispiel auch die durchschnittliche Miete soll da hineinfallen. Aber es gibt aus diesen Berechnungsmodalitäten wiederum auch eine Ausstiegsklausel. Das hat insbesondere der Freistaat Bayern rausverhandelt. Bayern möchte nämlich, keinen bunten Strauß an Parametern reinberechnen, sondern ausschließlich die Größe der Fläche. Und weil sie sagen, das ist verwaltungstechnisch einfach.
einfacher. Und deswegen gibt es jetzt tatsächlich die Möglichkeit, dass Länder quasi eine Art Opt-out erklären können. Es gibt also eine eigentlich bundeseinheitliche Regelung, aber Länder haben die Möglichkeit, ein eigenes Flächenmodell zu beschließen. Wer wie viel zahlen muss, legt nach wie vor allerdings nicht abschließend der Bund fest, sondern der Bund gibt nur im Grunde so eine Berechnungsformel vor. Und in diese Formel einfließen auch die sogenannten Hebesätze. Das sind im Grunde Prozentsätze, die dann jeweils die Kommunen festlegen. Das heißt also, es gibt eine bundeseinheitliche Formel und in diese Formel fällt ein Faktor hinein, den die Kommunen selber festlegen. Deswegen kann man heute auch noch nicht ganz genau sagen, ob jetzt Menschen tatsächlich draufzahlen müssen oder Grundstückseigentümer draufzahlen müssen oder ob es für sie günstiger wird nach der neuen Berechnungsmöglichkeit. Da muss man abwarten, was die Kommunen jeweils entscheiden. Aber sie darf umgelegt werden. Genau, das ist, also da, jetzt sind wir schon bei der Bewertung des Ganzen. Da gibt es eine ganze Reihe von, wie soll ich sagen, sehr unterschiedlichen Stimmen. Ja. Kritisch zum Beispiel, muss man sagen, sehen das die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages. Ja, dazu zunächst vielleicht mal so zwei Sätze dazu, was das eigentlich ist. Ja, das sind letztlich Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die im Auftrag oder im Bundestag arbeiten und im Auftrag, glaube ich, von auch den Abgeordneten und Abgeordneten beauftragt werden können. Hier, wir haben hier so ein Sachverhalt. Verstehen wir nicht, könnt ihr das mal klären? Ganz genau. Da Stand der Dinge, Stand der Wissenschaft, Stand der Rechtslage vielleicht auch. Genau, und das sind typischerweise relativ junge Menschen, also häufig ist das so ein Einstiegsjob, ne? Dass man also direkt nach dem Studium beim Bundestag anheuert und dann beim wissenschaftlichen Dienst arbeitet. Und wichtig ist dabei zu wissen, also sind häufig Juristinnen und Juristen, aber auch nicht nur, die dann eben so Kurzgutachten schreiben. Und diese Stellungnahmen sind auch normalerweise nicht so wahnsinnig lang. Also ein juristisches Gutachten, wenn man das bei einem Hochschullehrer zum Beispiel bestellt, das hat, sagen wir mal, so 30, 50, 80 Seiten. Diese Stellungnahmen. Ja, und da geht es einfach nicht. Ne? Beim Hochschullehrer, ne? Weil diese Statements vom wissenschaftlichen Dienst, die haben vielleicht im Schnitt 5 Seiten oder so. Manchmal sind sie jünger, die müssen ja alle. Jünger, die müssen auch schreiben. Nein, also ich finde, wichtig ist eigentlich nur, dass man sich dabei immer deutlich macht, wissenschaftliche Dienste des Bundestages klingt so unglaublich pompös. Das sind einfach relativ junge Menschen, die nach bestem Wissen und Gewissen ihre rechtliche Auffassung zu Papier bringen. Aber das ist jetzt nicht etwa ein großes Gremium. Das klingt nach juristisch für, die haben keine Ahnung und das könnt ihr eigentlich auf Wiedervorlage, Ablage P legen. Nein, ich finde, das möchte ich so auch nicht sagen. Also ich habe in solchen Stellungnahmen auch schon wirklich smarte Ideen gelesen. Der Punkt ist nur, es ist eben jetzt nicht ein riesengroßes Gremium. Es sind auch nicht irgendwie, gar keine Ahnung, den Koryphäen ihres Fachs. Nein, und auch nicht irgendwie ein Gremium von weisen Parlamentariern, die sich hinsetzen und eine wissenschaftliche Expertise formulieren. Es sind einfach wissenschaftliche Statements, aber man muss die auch immer so ein bisschen im Kontext lesen und sich immer klar machen, das ist jetzt nicht irgendwie eine Versammlung von 50 Staatsrechtlern. Okay, und was haben die denn jetzt zur Grundsteuer gesagt? Die sehen das kritisch. Ja, und die sehen das kritisch und da gibt es jetzt in der Tat so eine Stellungnahme von denen, die sagen, Leute, der Grund, den das Bundesverfassungsgericht hatte, diese bisherige Grundsteuer zu kippen, war doch, dass die Bewertung der Grundstücke mit den wahren Werten nichts zu tun hat. Und dieses Gutachten der wissenschaftlichen Dienste sagt jetzt die sogenannte Scholz-Methode, ja, also die Methode, die jetzt Gesetz geworden ist oder Gesetz werden soll, die betrachtet weiterhin nicht genug das einzelne Grundstück, sondern es wird zu sehr, sagt diese Stellungnahme, typisiert. Das heißt, es werden also zu viele Grundstücke gemeinsam bewertet. Das macht natürlich Sinn, ja, weil es den bürokratischen Aufwand reduziert, wenn du so ein bisschen clusterst, typisierst. Auf der anderen Seite führt das aber dann eben dazu, zu Unschärfen und dazu, dass nicht jedes Grundstück tatsächlich präzise berechnet werden kann. Und die sagen, Musterberechnungen zeigen, dass teure Wohnlagen systematisch unterbewertet werden und billigere Wohnlagen systematisch überbewertet. Das heißt, es ist nicht nur quasi unscharf, es hat auch noch einen gewissen Drall dahin, dass die teuren Wohnlagen zu billig sind und die billigen zu teuer bewertet werden. Und deswegen sehen sie das große Risiko, dass, wenn es so durchkommt, das weiterhin vor den Schranken des Bundesverfassungsgerichts nicht Bestand hat. Also ein bisschen Typisierung, glaube ich, muss sein. Es ist halt schwer zu beurteilen, was da jetzt am Ende bei rumkommt. Wenn du dir jeden Einzelfall wirklich genau anguckst und da auf Heller und Cent dem gerecht werden willst, ist der Aufwand wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, er ist sehr groß und wahrscheinlich unverhältnismäßig groß für das, was da am Ende bei rumkommen soll. Aber trotzdem, so ein Drall in so eine bestimmte Richtung klingt jetzt auch nicht so gut. Ja, Drall klingt nicht gut. Ich würde auch sagen, Philipp, genau, das wäre aus meiner Sicht der zentrale Punkt. Typisierung ist sicher okay. Ja, das Bundesverfassungsgericht hat schon an ganz vielen Stellen dem Gesetzgeber erlaubt, dass er einfach typisiert, dass er Dinge vereinfacht, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Aber wenn es eben, wie du sagst, wenn es so einen Drall gibt in eine ganz bestimmte Richtung, dann wird es heikel. Ich würde denken, man muss nun wahrscheinlich erstmal Erfahrung aus der Praxis sammeln, ja, und einfach schauen, wie diese neue
Neuberechnung der Grundsteuer tatsächlich funktioniert oder insbesondere die Neuberechnung der Grundstückswerte tatsächlich funktioniert. Und ich würde da dem Gesetzgeber empfehlen, einfach sehr genau das zu überprüfen und zu evaluieren, idealerweise noch vor 2025, wo das Neue ja dann tatsächlich erstmals Grundlage der Besteuerung werden soll, um einfach da zu signalisieren, wir sind da dran und dann ist es vielleicht noch nicht zu spät, ja, hier und da mal nachzusteuern. Und diese Ausstiegsklausel erlaubt ja auch Ländern, dieses andere Modell umzusetzen, wo eben nur der Boden eine Rolle spielt. Ja, das ist ja auch eine Forderung von vielen, die sagen, wir wollen eigentlich nur den Wert des Bodens bemessen und nur auch den besteuern, weil es dann attraktiv wird, diesen Boden zu bebauen. Denn der Boden X kostet 1000 Euro, wenn er leer ist, und der kostet 1000 Euro, wenn ein Mehrfamilienhaus draufsteht. Also lohnt es sich, ein Mehrfamilienhaus draufzubauen. Ist auch ein Argument. Diese Möglichkeit ist nicht völlig vom Tisch, weil es diese Öffnungsklausel gibt. Ist natürlich die Gefahr, dass es Kraut und Rüben gibt, also dass das eine Bundesland das so macht und das andere so macht. Aber das finde ich zum Beispiel nicht so dramatisch, weil ein Grundstück ja normalerweise in genau einem Bundesland liegt. Ja, aber ne, dann guckst du halt. Aber du kannst ja auch, das du hast auch zwei, ja nicht rum. Ja, aber du hast auch, was weiß ich, Zweitwohnung oder sowas, ne? Ja gut, aber dann berechnest du halt deine Berliner Wohnung nach Berliner Formel und die Wohnung am Starnberger, okay, See, wenn du es halt den hast, Glück, dann nach bayerischem Recht. Na, wie auch immer. Jedenfalls der Deutsche Städtetag findet das eine gute Reform und der Sprecher, der Herr Dedi, hat versprochen, dass die Kommunen tatsächlich die sogenannten Hebesätze so anpassen werden, dass die Erträge etwa gleich bleiben. Aufkommensneutral, ja? Aufkommensneutral, finde ich ein wunderschönes Wort. Genau. Linke und Mieterbund hingegen haben Kritik geübt. Und zwar nicht an den neuen Berechnungsformeln, sondern sie sagen, das eigentliche Problem bei der Grundsteuer ist, wer sie zahlt, Philipp. Und das war das Stichwort, das du ja eben gerade schon eingeworfen hattest. Unvorsichtigerweise. Nein, das war völlig richtig. Das war ein Cliffhanger, würde ich sagen. Denn es ist tatsächlich so, dass die Grundsteuer nicht immer nur der Grundstückseigentümer letztlich wirklich zahlen muss. Der muss sie zwar an den Staat zahlen, also an die Kommune. Er kann sie aber, wenn er ein Grundstück vermietet hat, zum Beispiel, oder Wohnung auf einem Grundstück vermietet hat, dann kann er diese Grundsteuer als Teil der sogenannten Nebenkosten auf die Mieterinnen und Mieter umlegen. Das sind im Schnitt etwa 20 Cent pro Quadratmeter vermieteter Wohnung und das Monat. Das ist schon ganz ordentlich. Das, ne, ist schon ganz ordentlich. Bei einer 80 Quadratmeter Wohnung kannst du dir ausrechnen. Ne? Das ist also schon einiges. Und deswegen sagen Linke und Mieterbund, ist doch wunderbar. Das ist eine naheliegende Möglichkeit, wie man im Grunde die Mieten senken könnte, indem man einfach die Umlagefähigkeit der Grundsteuer als Nebenkosten abschafft. Gibt es ja auch eine Bundesratsinitiative. Genau. Das Land Berlin hat da vor einigen Wochen schon, also der Senat von Berlin hat vor einigen Wochen eine Bundesratsinitiative schon beschlossen, die ebenfalls diese Umlagefähigkeit abschaffen muss. Ist noch nicht ganz klar, ob andere Länder da mitmachen. Ja, damit man eine Mehrheit im Bundesrat findet, müssten natürlich eine ganze Reihe anderer Länder noch mitmachen. Technisch, ja, gesetzgebungsmäßig wäre das vergleichsweise einfach. Da braucht es nämlich nur eine Änderung in der sogenannten Betriebskostenverordnung. Da ist in § 2 Nummer 1 die namentlich die Grundsteuer als umlagefähig genannt. Das könnte man also durch eine Verordnung der Bundesregierung ändern. Braucht man also noch nicht mal ein Beschluss des Bundesrats, nur des Bundestages, es braucht kein Gesetz, eine Verordnung reicht da, es müsste nur der Bundesrat zustimmen. Vielleicht kann sich ja die GroKo darauf noch einigen, mal schauen, was passiert. Allerdings hat die Union schon da Skepsis signalisiert. Es gibt einen neuen Untersuchungsausschuss. So wahnsinnig viele parlamentarische Untersuchungsausschüsse hatten wir noch nicht. Deswegen ist es hier eine Erwähnung wert, zumal es um unseren heißgeliebten Sauser-Andi geht. Andreas Scheuer hat jetzt mit einem Untersuchungsausschuss zu kämpfen. Es geht um die von ihm versemmelte Maut, die Ausländermaut. Ja, mei. Da haben wir ausführlich drüber berichtet. Die hat er geplant. Das war ein Herzensprojekt der CSU. Wobei sie ihn nicht erfunden hat, ne? Also er hat sie nicht erfunden, er hat sie geerbt. Ne? Von Herrn Dobrindt. Von Herrn, genau, Dobrindt, ja. Und musste sich dann damit rumschlagen. Aber er hat es letztlich vorangetrieben und wollte sie umsetzen. Und die war ja sehr umstritten. Und jetzt ist sie vom Tisch, deswegen ist sie nicht mehr umstritten. Aber sie war sehr umstritten, weil sie halt im Kern eigentlich nur Ausländer abkassieren wollte und Deutsche verschonen wollte. Das war als CSU-Prestigeprojekt angedacht und Andreas Scheuer hat es geerbt und sollte es umsetzen. Und die wurde dann ja am Ende vom Europäischen Gerichtshof gekippt. Und der Skandal, den jetzt die Opposition dort wittert, ist folgender, dass Herr Scheuer, obwohl er wusste, dass diese Maut, diese Pkw-Maut, sehr umstritten ist, vor dem Gericht sitzt und dort unter Umständen gekippt werden könnte, obwohl er das also wusste, die Verträge mit den Betreibern, mit den Firmen, die das dann am Ende umsetzen sollten, vorangetrieben und abgeschlossen hat.
Und zwar sogar gegen den Willen oder gegen den Rat, sagen wir mal so, dieser betroffenen Firmen. Ja, das ist schon wirklich eine sehr lustige Konstruktion. Ne? Vielleicht so einen kleinen Schritt zurück. Der Bund sollte diese Maut quasi nicht selber organisieren, sondern der Bund wollte dazu private Betreiberfirmen ins Boot holen. Und lustigerweise eine Firma, die meisten von uns sogar wahrscheinlich schon kennen, nämlich wenn sie mal auf einem großen Konzert waren, der Konzertticketvertreiber Eventim, ja, hatte sich angeboten als Betreiber dieses Mautsystems. Und mit dem wollte nun Andreas Scheuer möglichst schnell einen Vertrag abschließen. Und das hat er eben, wie Philipp gerade schon sagte, getan, bevor überhaupt klar war, wie das Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof ausgeht. Und da würde man natürlich denken, wenn man solche Verträge schließt und es schwebt so das Damoklesschwert der Europarechtswidrigkeit über diesem ganzen Mautprojekt, dann würde man ja eigentlich denken, dass man in diese Mautverträge so eine Ausstiegsklausel reinschreibt. So nach dem Motto, liebe Leute, also wenn das jetzt rechtlich... Wir machen das mal wasserdicht. Wir machen das mal, aber fangt mal an, ja. Ihr baut auch schon mal so dieses Mautsystem auf, aber wenn es da möglicherweise dann doch irgendwann mal knallt und das ganze Ding vor die Wand fährt, klar, dann ersetzen wir euch eure Auslagen, aber ansonsten habt ihr keine Schadenersatzansprüche. So würde man das ja machen, ja, das würde vermutlich, keine Ahnung, jeder kleine Bauherr würde das machen, würde ja irgendwie den Auftrag für sein Eigenheim sicher nicht unterschreiben, bevor die Baugenehmigung im Sack ist, und wenn die Baugenehmigung eben noch nicht erteilt ist, dann würde man halt schreiben, naja gut, wir schließen schon mal einen Vertrag, dann kannst du nämlich mal planen, ja, lieber Bauunternehmer, aber wenn das Ganze platzt, dann zahle ich dir jetzt irgendwie nicht etwa deinen entgangenen Gewinn. Anders Andreas Scheuer und das Ministerium. Ja, die haben sich also da an diese Grundsätze ordentlichen Wirtschaftens offenbar nicht gehalten. Jedenfalls ist das der Vorwurf. Ja, ich kenne diese ganzen Verträge natürlich nicht. Der Vorwurf der drei Oppositionsfraktionen, also Linke, Grüne und FDP, die jetzt gemeinsam diesen parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Bundestages eingesetzt haben, ist eben, dass Andreas Scheuer sehr ungünstige Verträge geschlossen hat, die den Steuerzahler, die Steuerzahlerin, eine 500 Millionen Euro kosten werden. Ja, das ist eine unfassbare Summe, ganz ehrlich. An Schadenersatzforderungen. An Schadenersatzforderungen, ja, von der privaten Betreiber, Stichwort, ja, Eventim, die jetzt sagen, naja, also wir hätten mit diesem Mautsystem diesen und jenen Gewinn gemacht. Ihr cancelt das Ganze jetzt. Klar, ihr müsst es canceln, weil der EuGH ja sagt, ihr dürft diese Maut nicht einnehmen. Aber diese Verträge sind offensichtlich so gestaltet, dass es da keinen einfachen, sauberen Exit gibt aus diesem Mautsystem. Und wie gesagt, ich kenne die Verträge nicht im Wortlaut, aber mir zieht es bei diesem Gedanken die aus, ja, dass man das da nicht reinfandelt. Es kann natürlich sein, dass die Betreiber gesagt haben, also wir wollen für diesen Fall abgesichert sein, aber dann hätte man das ja summenmäßig begrenzen müssen, tatsächlich auf die Auslagen. Ja, dann kann man ja nicht sagen, ihr kriegt jetzt tatsächlich entgangene Gewinne für Jahre. Ja, ja. Die Frage ist natürlich so ein bisschen, warum hat er so gedrängelt? Ja, genau, das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe, Philipp. Und du hast ja das Gefühl, das hat vor allem parteipolitische Gründe. Davon gehe ich ganz fest aus, weil wir haben ja 2021 Wahlen, und ich glaube, Scheuer wollte sichergehen, dass er dieses, wie alle Projekte, die mit dem Wort Maut behaftet sind, potenziell fehleranfällige System, nicht im Jahr der Bundestagswahl einführen muss, sondern schon 2020, also nächstes Jahr. Und ich glaube, deswegen hat er auf die Tube gedrückt, weil er das unbedingt im nächsten Jahr an den Start bringen wollte, für den Fall, wenn es Probleme gibt, dass es dann halt nicht direkt vor der Wahl stattfindet. Mhm. Aber das ist natürlich genau das Problem dabei, wenn man, das wäre ja ein Argument, das allenfalls parteipolitische Gründe hätte, aber das eben nichts mit dem Gemeinwohl zu tun hat. Ja, natürlich nicht, aber dieses ganze Projekt hat nichts mit dem Gemeinwohl zu tun. Gut, aber das ist eine politische Bewertung, ja, ob man, also das ist jetzt europarechtswidrig, dann ist der Fall eh durch, aber ob das jetzt politisch sinnvoll ist oder nicht, ist noch eine ganz andere Frage. Ich finde, selbst wenn man sagt, es soll eine Maut geben, kann es jedenfalls nicht sinnvoll sein, solche Verträge abzuschließen, die dem Gemeinwohl eben eine 500 Millionen Schulden einbringen. Plus, und das ist ja auch durch Medienberichte von Spiegel und Süddeutsche hinreichend belegt, dass er nicht ganz aufrecht war bei der Informationspolitik. Dass er so jedenfalls der Vorwurf. So, ne? Jedenfalls der Vorwurf, dass er Treffen und Gespräche mit diesen Betreibern verschwiegen hat, dass die nicht in den Akten auftauchen. Insgesamt soll es ja fünf Geheimgespräche geben, bei denen es im Kern wirklich darum ging, Leute, lasst uns das hier eintüten, das muss jetzt laufen, und die gesagt haben, naja, aber sind Sie sicher, da gibt es doch noch, nein, wir machen das jetzt. So, ich paraphrasiere etwas. Ja, aber das sind, glaube ich, die beiden Beine, auf denen dieser Skandal steht. Einerseits diese politisch-bürokratische Unfähigkeit und dann auch noch der Versuch, das zumindest zu vertuschen. Jetzt läuft das ist ja der Klassiker, ne? Das ist der Klassiker. Erst macht man irgendwie Murks, dann wird nachgefragt und dann fängt man an zu lügen, zu tricksen und zu scheuern, und damit einmal hat man einen Untersuchungsausschuss an der Backe. Herzlichen Glückwunsch.
Zu unserem letzten Thema. Zu unserem letzten Thema, genau. Und zwar. Zu dem können wir ja alle was sagen. Ne? Wir sind ja ein Land von Bundestrainern und natürlich auch ein Land von Klassenlehrerinnen, Philipp. Und deswegen können wir auch alle was sagen zum Thema Schule. Absolut. Das war ja auch eine Kritik von einigen, dass Bildung bei uns zu kurz kommt. Deswegen, ich war diese Woche auf einer Pressekonferenz der Kultusministerkonferenz. Das ist immer eine recht lustige Veranstaltung. Also, die Kultusminister. Ich schreibe das immer so in das Manuskript, KMK, Kultusministerkonferenz, und frage mich, wissen eigentlich die Leute, was das ist? Wisst ihr, wer weiß, was die Kultusministerkonferenz ist? Boah, so gefühlte 10-5%. 10%. Also jedes Bundesland hat einen Minister, Ministerin, die sich um, sagen wir mal, im weitesten Sinne kulturelle und Bildungsangelegenheiten kümmern. Und die heißen alle unterschiedlich und deswegen heißt das Treffen, auf dem sie sich treffen, Kultusministerkonferenz. So, das ist sozusagen ein Gremium, in dem sich die Minister, Ministerinnen der Länder da koordinieren und eben gemeinsame Beschlüsse auch treffen. So wie es ja auch die Innenministerkonferenz gibt, genau. Oder die JUMICO, die Justizministerinnenkonferenz. Und genau. Und die haben also jetzt eine Studie in Auftrag gegeben, das ist nicht zum ersten Mal, aber zum wiederholten Mal, bei die IQB Bildungstrendstudie. Das klingt so ein bisschen merkwürdig, aber doch ganz interessant, weil sie nämlich alle Neunklässler befragt haben. 45.000 Neunklässler haben sie befragt, im letzten Jahr, 2018, und getestet, wie das denn so steht mit deren Mathe- und Naturwissenschaftskenntnissen. Und es kam raus, das ist auch ganz lustig, so der Spin, den die gemacht haben, Stabilität ist eine gute Sache. So nach dem Motto, wir haben das in 2012 abgefragt, wir haben es in 2018 abgefragt und unterm Strich sind die alle so gleich gut schlecht geblieben. Da hat sich nicht viel getan. Wenn du aber reinguckst, dann sagen sie, ja, es ist ja auch, die Klassen werden heterogener. Wir haben, das fand ich auch interessant, wir haben in 5 Bundesländern im Schnitt in der 9. Klasse fast die Hälfte an Kindern mit Migrationshintergrund. Also du hast, das sind nicht nur die Stadtstaaten, das ist auch Hessen. Du hast 40-50% in diesen Klassen sind Kinder, wo irgendwie Migrationshintergrund. So, das macht den Unterricht natürlich ein bisschen komplexer wegen Sprache. Auch Integration ist eine Frage, ne? Also es gibt viele Schulen, da sind 7% oder einige Länder, da sind 7% der Kinder in diesen Klassen und in diesen Schulen sind Kinder, die noch vor ein paar Jahren auf Sonderschulen unterrichtet worden wären. Das wird jetzt aufgelöst, die kommen in diese Gemeinschaft Schulen. Aber das macht das Unterrichten natürlich anspruchsvoller und deswegen sagen die, ach, wenn alles gleich bleibt, ist das schon Erfolg. Aber unterm Strich ist halt so, dass es in 8 Ländern bergab ging und nur in 3 Ländern bergauf ging, nämlich Bayern, Sachsen und Thüringen. Und weil aber in Bayern, Sachsen und Thüringen so viele Leute wohnen und in den anderen Bundesländern weniger Leute wohnen, ist das im Schnitt das irgendwie alles gleich geblieben. Ja. Aber der eigentliche Punkt, auf den ich hier hinaus will, ist, bei dieser Untersuchung ist rausgekommen, dass Mädchen mittlerweile in den Naturwissenschaften und in Mathe in der Regel mindestens so gut sind wie Jungs, häufig besser. Einerseits. Das sind also quasi objektiven messbaren Leistungen. Das sind die objektiven messbaren Leistungen, sagt die Leiterin dieser Studie, Petra Starnack. Aber wo ist jetzt dieser Proton? Du hast doch den. Wo ist der Ton, Philipp? Jetzt erkennt er das nicht, oder was? Wir haben doch da einen Ton. Ja, aber der ist MP2. Und den kann man jetzt nicht spielen, oder was? MP2, das ist so ein Radioformat. Das ist eigentlich, das ist so wie, ja. Ich such jetzt mal den Ton. Ja, ich weiß, wo er ist, aber ich kann nicht spielen. Geht nicht, oder was? Ja, warte mal, ich müsste den jetzt. Warte, VLC und dann legen wir den einfach erstmal nur. Boah. Erzähl doch mal einen Witz. Okay, also. Treffen sich 3 Grundschullehrerinnen. Nee, Wir haben hier. Warte mal. Wir finden den. Also. Wir spielen das einfach jetzt kurz mit irgendeinem. Und das mixen wir hinterher. Tadam! Da ist es schon. So. Nichts ist aufregender, als live dabei zu sein, wie Audio-Files umkodiert werden. Nicht mal das geht. Jetzt wisst ihr ja nicht, wofür ihr die ganze Kohle bezahlt habt. So. Wir wollen dich schwitzen sehen. Schrittenland. Nein, aber jetzt, meinst du, wird das was? Oder wollen wir den schenken wir uns hin? Denn die Jazz können wir ja auch... Der Ton ist schon ganz lustig. Okay, dann spielen wir also, also ihr könnt euch jetzt noch darauf freuen, dass wir jetzt noch richtig zaubern hier. Das ist ein altes MacBook Air.
Ja, da zeigt Philipp jetzt wirklich ganzen Einsatz. Also, das dauert nämlich, das kennen wir. Meine Fresse, dass ich sowas noch erleben muss. Das ist nämlich. Das kommt davon dabei raus, wenn du Töne aus dem Deutschlandfunk Zweit verwendest. Ja, so ist das ist wirklich, weil die da mit so einem antiquierten Format arbeiten. MP2. Ja, das gibt's überhaupt. Zwei, wisst ihr, kommt vor drei. Und MP3 kam in den 90ern, ja. MP3 ist so irgendwie. Also, genau. Jetzt MP3 mach ich ist so Pet Shop Boys Zeit oder so. Pet Shop Boys Zeit? So. Warte mal, jetzt. Haben wir es? Noch nicht ganz. Warte mal, den habe ich jetzt. Alles wird, hier wird jedes Bit einzeln kodiert. Genau. Das ist, ich frage mich die ganze Zeit. Das ist hier Handarbeit. Ob wir das nachher noch schneiden sollen. Es gibt sie noch, die guten Dinge. So. So, also, ob wir das nachher noch schneiden sollen oder ob wir das einfach so allen so zum Fraß das, vorwerfen. Das überlegen wir beim Bier, Philipp. Jetzt hören wir dann uns kurz mal an und dann. Also, aber ist ja auch live. Genau. Ja, muss man auch mal sehen. Das ist jetzt schon der dritte Ton, so, ne? Pass mal auf. Hey, guck mal hier. Da ist er. Also, wo war ich stehen geblieben? Wir wollten Mädchen, gerade sagen, also Mädchen sind objektiv genauso gut wie Jungs oder besser. Aber, und das ist wirklich immer wieder frappierend, die Mädchen sind immer noch weniger überzeugt davon als Jungen, dass sie gut sind in Mathematik und in den Naturwissenschaften. Und das finde ich zum Beispiel interessant, dass die Mädchen in der Regel besser sind, aber nicht daran glauben. Ja, die glauben nicht. Ist doch interessant. Ja? Ist doch interessant. Und Jungs sind in der Tendenz schlechter, merken es aber nicht. Ja? Das finde ich schon eine typische, oder? Und das ist halt das Ding, ja. Das ist diese Rockstar-Mentalität. Und das ist das Problem. Thies Rabe, der ist zum Beispiel auch einer. Ne? Es gibt ja diverse Kultusminister und bei diesen Konferenzen sollen die eigentlich alle mal vertreten sein. Wer aber immer mit dabei ist, ist Thies Rabe. Der ist Schulsenator in Hamburg und der sagt zu den Jungs: Es ist ja schön, dass die Jungs nach wie vor glauben, dass sie in Mathematik und Naturwissenschaften die Besseren sind. Aber die Zahlen zeigen, das sind sie eigentlich nicht mehr. Und wenn wir dann noch einbeziehen die Ergebnisse der letzten Studien in Deutsch und Englisch, wo die Jungs zum Teil katastrophal abgeschnitten haben, dann kann man wohl schon sagen, die eigentliche Aufgabe, vor der wir stehen, ist doch etwas stärker, uns darum zu kümmern, dass Jungs diese Leistungsnachteile überwinden. Einerseits. Also einerseits muss man den Jungs ein bisschen helfen, inhaltlich, ja. Aber was ich noch viel wichtiger eigentlich und interessanter finde, ist das, was die Starnack sagt, ist, dass man den Mädchen insofern helfen muss, gar nicht so inhaltlich, sondern eher so mental, psychologisch, kulturell, ihnen zu sagen, hey, das ist gut, was du da machst, denn. Und das ist deshalb auch so wichtig, weil Interesse, Selbstkonzept sehr stark beeinflusst, welchen Leistungskurs ich beispielsweise wähle, welche Art von Beruf ich wähle, welches Studienfach ich wähle. Ja, und wenn du dich dann nämlich fragst, warum verdienen Frauen im Schnitt, das ist ein bisschen strittig wie viel, aber doch ein paar Prozent weniger als Männer, eine Ursache liegt da. Ja, es gibt eine strukturelle Diskriminierung, aber vielleicht ist es auch einfach so, dass die eine oder andere sich nicht ganz das zutraut, was sie längst rocken könnte. So. Und das kann ja. Ja, und das messen die. Das ist jetzt nicht gewürfelt, sondern die haben 45.000 Neunklässler und Neunklässlerinnen befragt und sind zu dem Schluss gekommen, dass Mädchen da mehr sich zutrauen müssten und könnten. Mit anderen Worten, sie sind nicht selber schuld, sie sind auch schon mal gar nicht schlechter, im Gegenteil, eher besser, aber wir müssen sie daran bestärken, auch an sich zu glauben. So. In diesem Sinne? In diesem Sinne würde ich sagen, die Lage der Nation ist abschließend ausführlich erörtert. Wir kommen zum Schluss. Wir kommen noch für die Menschen im Saal zur Frage-und-Antwort-Runde und für unsere Pluskundinnen und Kunden und für alle anderen. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, die Lage hat euch Spaß gemacht. Schönes Wochenende, eine gute Woche und bis bald. Danke, Münster!